Maybrit Illner möchte eine Talkshow über die Schuldenbremse machen. Eingeladen sind der CDU- und der SPD-Generalsekretär. Normalerweise gleichen solche Talkshows ja einer mit Gebührengeldern finanzierten Volksverdummung. Also anders kann man das, was hier ja uns regelmäßig präsentiert wird, eigentlich nicht beschreiben. Aber diesmal könnte es tatsächlich anders kommen. In dieser Sendung, die sich nämlich mit der Schuldenbremse und dem aktuellen Haushaltschaos beschäftigt, ist nämlich auch Sarah Wagenknecht eingeladen. Und ja, zumindest bei ihr habe ich ein bisschen Hoffnung, dass die Talkshow dann ein etwas höheres Niveau hat. Wir hatten ja letztens schon auf Anne Will mit Marcel Fratscher reagiert und das war ja so dermaßen furchtbar, dass ich die Hälfte der Talkshow überspult habe. Mal sehen, wie es heute Abend wird. Also die Talkshow, die ist auch, ja, die erscheint gerade frisch auf dem ZDF. Wir reagieren da also fast live drauf. Also ja, mal schauen, wie es wird. Die Ampel hatte sich viel vorgenommen. Ist das alles noch zu schaffen? Erst recht mit wirklich angezogener Schuldenbremse. Wir müssen reden mit diesen Gästen. Der Generalsekretär der SPD, Kevin Kühnert. Carsten Linnemann, der Generalsekretär der CDU. Sarah Wagenknecht vom Bündnis Sarah Wagenknecht. Der Ökonom Jens Südekum. Und die Spiegeljournalistin Melanie Ammann. Gott, wir haben Linnemann, Kühnert, Südekum und Ammann. Das kann ja heiter werden, aber mal schauen. Sie sind zu Gast bei Maybrit Illner. Und die begrüßt eine Gäste dieser Sendung ausgesprochen herzlich. Los geht's. Kevin Kühnert, heute kam die Nachricht, keine Einigung bisher. Morgen soll weiter verhandelt werden unter den drei Matadoren. Woran liegt's? Geht's in erster Linie um die Notbremse auch für 2024? Ist das das größte Problem? Es geht einfach um die Gesamtauflösung. Man muss das ja den Leuten noch mal deutlich machen. Mit dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts vor wenigen Wochen ist die Grundlage aller Politik in Deutschland, nämlich der öffentliche Haushalt, das, womit wir alle Vorhaben finanzieren, um einen großen Milliardenbetrag reduziert worden. Und dieses 17 oder 30? Hm? 17 oder 30? Christian Lindner sagt 16,9 Milliarden, aber eigentlich kommen die 14 aus dem KTF ja noch mit dazu. So würde ich auch rechnen, denn das alles bezieht sich ja auf Vorhaben, die die Ampel gemeinsam gemacht hat. Insofern alleine fürs nächste Jahr bei 30 Milliarden. Und man muss der Transparenz halber dazu sagen, es wird ja in den Jahren darauf mehr. Wir reden ja nicht nur über das nächste Jahr, sondern auf die gesamten nächsten Jahre. Mhm. Und deswegen ist das keine kleine Operation, die da im Moment stattfindet, sondern eine ganz große. Wir haben das Bestreben, so schnell wie möglich fertig zu werden, auch dieses Jahr noch eine politische Einigung zu haben. Aber jetzt, mit dem heutigen Tag, ist eine politische Einigung, die, so viel kann ich schon mal vorwegschicken, vollkommen an den wirtschaftlichen Rahmenbedingungen vorbeigeht. Wenn die Unternehmen sparen, was sie aktuell tun, und der Leistungsbilanzüberschuss nicht noch weiter steigt, also der Leistungsbilanzüberschuss der Deutsche, der ist schon riesig, dann wird der Staat sich verschulden müssen. Anders wird es nicht gehen. Klar, vom zeitlichen Rahmen her gibt es jetzt keine Abläufe mehr, die uns noch vor Weihnachten zu einem Beschluss des Haushalts 24 bringen. Und daher heute die Feststellung, dass damit eben nicht mehr gerechnet werden kann. Zu rechnen ist 2024 nochmal eine Notlage. Das wünschen sich die Grünen und die SPD. Herr Lindner ist davon nicht nur... Das heißt eine Notlage. Also wir müssen die Schuldenbremse einfach aussetzen. Punkt, aus, Ende. Die Schuldenbremse lässt sich nicht einhalten. Man hätte diesen Unsinn, dieses neoliberale Ideologieprojekt niemals in unsere Verfassung schreiben dürfen, aber zu all diesen Problemen werden wir hoffentlich noch kommen. Also dieses lächerliche Diskutieren darüber, ob wir die Schuldenbremse jetzt einhalten wollen, das sollte gar keine Diskussion sein. Wir können die Schuldenbremse gar nicht einhalten. Es geht nicht. Wenn wir es versuchen, was wir ja gerade tun, dann schrumpft schlicht und ergreifend die Wirtschaft. Also wir sehen ja jetzt schon, wie Deutschland sich in der Rezession befindet. Wenn der Staat da noch weiter spart, dann wird das alles noch viel schlimmer werden. Nur nicht überzeugt, sondern er sagt Sätze wie die, und zwar unentwegt, dass eigentlich genug Geld da ist. Wir haben genug Geld. Der gefährlichste Mann Europas. Also Inkompetenz in Person. Also ja, was soll man dazu sagen? Der Appetit nach immer mehr Geld ist für mich verstörend. Wir müssen mit dem Geld, das wir haben, nur besser umgehen. Ja, wie kann man eine Notlage 2024 erklären, wenn der Bundesfinanzminister die ganze Zeit sagt, wir haben eigentlich kein Geldproblem? Ich werde die Verhandlungen über den Haushalt jetzt nicht ins Fernsehen verlagern, aber ich möchte einfach in der Sache sagen, warum wir da einen anderen Standpunkt haben. Die Lücke, die da in den Haushalt jetzt reingerissen wurde, ist ja in einer
Größenordnung. Da geht es ja nicht um ein paar Briefbeschwerer, die für Büros des öffentlichen Dienstes gekauft werden sollte, sondern das ist eine Größenordnung. Da müssen Sie, wie Sie es auch drehen und wenden, vor allem die Investitionstätigkeit des Staates zurückfahren. Und das sind wir nicht bereit zu tun. Hier geht es nicht darum, irgendwelche Zusatzprojekte oder über den Rekordbeschäftigtenstand in Deutschland hinaus irgendwas, was noch eine halbe Million Arbeitsplätze schafft, zu finanzieren. Mhm. Sondern hier geht es um Investitionen, die den Kern, die Substanz der Volkswirtschaft in Deutschland, unser industrielles Rückgrat bewahren sollen. Dass hier in den nächsten 10, 20, 30 Jahren industriell was produziert wird. Da hängen Beschäftigte dran, deren Einkommen. Da hängen ganze Familien und Regionen dran. Um die kämpfen wir nicht um eine Milliarde links oder rechts im Haushalt, sondern darum, ob dieser Staat ein aktiver, ein investierender Staat sein kann in den nächsten Jahren. Und deshalb machen wir es uns auch nicht leicht in den Verhandlungen und schlagen auch nicht beim erstbesten Angebot ein, weil es um so viel geht. Und dann ist trotzdem die Frage, wo und an welcher Stelle kann gespart werden? Melanie Ammann ist bei uns, stellvertretende Chefredakteurin des Spiegels. Frau Ammann, ein wo sogenannter und an welcher Stelle kann gespart werden? Das ist so eine unglaublich dumme Frage. Also Entschuldigung, aber anders kann man es nicht sagen. Die Unternehmen sind in Deutschland wie in den meisten anderen Industrieländern Nettosparer. Ich suche euch hier gerade mal eine Grafik raus. Relevante Ökonomik hat da eigentlich immer relativ gute Grafiken. Hier, Finanzierungssalden der Wirtschaftssektoren in Deutschland. Das ist eine Grafik hier von Rainer Flassbeck auf seinem Blog Relevante Ökonomik. Da findet man die eigentlich relativ gut. Diese Grafik, die müsste hier eigentlich zentral. Müsste eigentlich in so eine Talkshow und da müsste man sagen, wie will man dieses Sparvolumen von privaten Haushalten und Unternehmen ausgleichen? Ihr seht, seit Mitte der 2000er sind die Unternehmen in Deutschland Nettosparer und das hat sich bis Corona nicht groß geändert. 2022 und 2023 haben die privaten Haushalte ihre Schulden, also 2023 haben wir noch nicht die endgültigen Zahlen, 2022 haben die privaten Haushalte ihre Sparquote wieder normalisiert und die Unternehmen sind weiterhin Nettosparer. Also wir haben weiterhin so eine Situation und da kann der Staat jetzt nicht sagen, wir gehen mit unserem Finanzierungssaldo hier jetzt wieder über die Nulllinie oder auf die Nulllinie. Das kann der Staat schlicht und ergreifend nicht machen, weil sonst die Wirtschaft schrumpft. Wenn die BIP-relevanten Ausgaben sinken, dann schrumpft das Bruttoinlandsprodukt. Das ist ein ganz einfacher Zusammenhang und wenn man das macht, dann schrumpft die Wirtschaft, dann sinkt der Wert des Kapitalbestandes, dann sinken die realen Einkommen und ja, im nächsten Jahr muss man dann sowieso Schulden machen, wenn man nicht will, dass dieser Prozess sich selber verstärkt. Also das Wort Deflationsspirale, das dürfte ja jedem bekannt sein. Wir befinden uns in Deutschland mittlerweile in einer Rezession. Ich werde da vielleicht gleich noch ein paar Statistiken raussuchen, wenn wir da auf diese Situation mal zu sprechen kommen. Aber solange man diese grundsätzliche Situation, dass die Unternehmen Nettosparer sind, dass sich so wirklich nicht andeutet, dass sich daran irgendetwas ändern wird, also solange man diesen zentralen Punkt nicht diskutiert, braucht man von diesem Thema erst gar nicht anzufangen. Wie in den USA steht nicht zu befürchten in diesem Land. Auch das sagt Christian Lindner unentwegt und der Bundeskanzler auch. Was wäre also so schlimm daran, wenn der Haushalt im nächsten... Und sorry, bevor ich jetzt Melanie Ammann hier reden lasse. Wir lassen sie dann gleich mal ausreden, damit ich hier nicht die ganze Zeit unterbreche. Aber seht euch das an, die Schuldenbremse wurde hier 2009 eingeführt. Und just da, als die Unternehmen ja nochmal ihre Nettosparerposition verschärften. Die Schuldenbremse ist nicht nur ein Anschlag auf unsere Verfassung, ein Anschlag auf das Haushaltsrecht des Parlaments, ein Anschlag auf unsere Demokratie. Die Schuldenbremse ist ein Anschlag auf den gesunden Menschenverstand. Sie schwächt Deutschlands Position in der internationalen Staatenkonkurrenz und sorgt dafür, dass wir nicht mehr, ja, dass wir hier keine vernünftigen Wirtschaftsstrukturen aufbauen können, beziehungsweise dass, wenn wir so einen rapiden Verfall erleben, dieser Verfall sich sogar noch verschlimmert. Also jetzt in so einer Situation, wie wir sie gerade erleben, nach diesem Verfassungsgerichtsurteil noch weiter sparen zu wollen, ist das Erste, was man machen kann. Deutschland erlebt gerade eine Deindustrialisierung. Wie gesagt, die Statistiken werde ich nachher raussuchen, wenn wir da hoffentlich zukommen. Also es wäre wirklich skandalös, wenn in dieser Sendung hier nicht darüber geredet werden wird. Aber in so einer Situation die Staatsausgaben zurückzufahren, also das ist ökonomischer Selbstmord. Ja, für das nächste Jahr kommt und nicht heute. Auf dem Papier geht es nur um ein paar Wochen. Und der Kühnert hat ja auch ein bisschen versucht, das so auf die formelle Ebene zu ziehen. Aber es ist natürlich schon ein Fiasko, dass diese Unsicherheit jetzt noch weiter besteht. Und dass das Stichwort Kämpfen, das Sie verwendet haben, fand ich auch interessant. Es ist halt offensichtlich keine politische Einigung möglich zwischen nur drei Personen, den drei entscheidenden Personen der Ampel. Mhm.
Das heißt, es ist nach wie vor unklar, diese drei Leute, diese Troika, mich erinnert das so ein bisschen an die Zeit der Euro-Rettung, als einmal die Troika eingeritten kam, also auch diese drei können sich nicht einigen auf einen gemeinsamen Kurs. Und da hätte Herr Habeck ja auch nach Dubai fahren können, also wenn das offensichtlich so komplex ist und so lange dauert. Und insofern ist das diese Unsicherheit, die davon ausgeht für die Unternehmen und auch für die Leute, denen der Bundeskanzler noch gesagt hat, es ändert sich für euch nichts, keine Angst. Wollte ich gerade sagen. Jetzt kommt gerade, das ist ein riesen Milliardenloch, wir kämpfen um die Zukunft des Landes so ungefähr. Also da ist schon ein gewisser Widerspruch. Aber nicht um die Renten oder Wohngelder oder BAföG-Zahlungen der Menschen. Das ist ja das, was der Bundeskanzler im Bundestag adressiert hat. Mhm. Weil viele Leute ja nicht so tief in den Details drin sind und denken, es ist jetzt wie in den USA, wir sind vor einem Shutdown und morgen werden die Gehälter der Beamten nicht mehr bezahlt. Ich glaube, hier müssen alle Akteure ein Interesse daran haben, dass wir die Sachen gerade. Gut, ich glaube, ich kann die Situation, also vielleicht erklärt Kühnert das gleich noch, ich mach's mal kurz. Die Regierung wollte so tun, als ob sie die Schuldenbremse einhält, was sie de facto nicht getan hat. Und sie hat Gelder in den Schattenhaushalt verschoben, die eigentlich für Corona genehmigt worden waren, die man aber später noch für Klimagedöns und ja, teilweise sogar für sinnvolle Industriesubventionen verwenden wollte. Und ja, um diese Regeln zu umgehen, um so zu tun, als ob man die Schuldenbremse einhält, also um die Wähler für dumm zu verkaufen, ist man dann, ja, hat man diesen Schattenhaushalt aufgestellt. Das Bundesverfassungsgericht hat jetzt gesagt, nee, das dürft ihr nicht. Erstens dürft ihr nicht Corona-Gelder fürs Klima umwidmen, ohne das vernünftig zu begründen. Und zweitens dürft ihr nicht den Haushalt fürs Jahr von 2021 im Jahr 2022 beschließen. Also man hat das quasi rückwirkend versucht zu genehmigen, das ging auch nicht. Also ja. Und da hat das Bundesverfassungsgericht jetzt gesagt, nein, das dürft ihr nicht. Aber das Verfassungsgericht hat nichts darüber gesagt, ob man jetzt die Schuldenbremse aussetzen dürfte. Natürlich dürfte man das. Also da steht im Gesetz kein klares Kriterium dafür, wann man die Schuldenbremse aussetzen darf. Da steht was von einer außergewöhnlichen Notlage. Also Deutschland erlebt gerade eine riesige Deindustrialisierung, Produktion der energieintensiven Industriezeige 20% unter Vorjahresniveau. Die Auftragseingänge in der Industrie, die Produktion, alles sinkt immer weiter. Also natürlich ist das eine Notlage, eine wirtschaftliche, und da muss man jetzt endlich die Schuldenbremse aussetzen. Also wenn man eine vernünftige, rationale Politik machen würde. Und korrekt darstellen. Aber viel mehr ja auch nicht. Schreibt gerade zerhackte Wühlmaus im Chat. Der Flassbeck redet sich schon seit Jahren den Mund fusselig und die Pfeifen plappern immer noch denselben Mist. Exakt. Das ist der Grund, warum ich mich so aufrege. Es gibt vernünftige Ökonomen hier im Lande, die einen Durchblick haben, wie beispielsweise Heiner Flassbeck, also meiner Meinung nach einer der Besten, die ja den ganzen Tag nichts anderes erklären und in den Talkshows wird immer noch derselbe Müll geredet. Also wie gesagt, jetzt hat man hier mal die Wagenknecht eingeladen. Lafontaine hatte letztens relativ vernünftige Dinge gesagt, auch wenn der mir ehrlich gesagt nicht weit genug ging. Darauf hatte ich ja auch reagiert. Aber ja, deswegen hoffe ich, dass Wagenknecht hier jetzt mal Klartext spricht. Nicht, wenn ich das kurz sagen darf. Also ganz ehrlich, die sollten mal Heiner Flassbeck oder Friederike Spieker oder ja, vielleicht auch Patrick Kaczmarek oder Maurice Höfgen irgendwen einladen, der mal Durchblick hat. Also nicht so jemanden wie den Fratscher, der immer versucht, sich so allglatt auszudrücken, dass er am Ende nichts sagt. Also diesen Politsprech verwendet. Sowas bringt am Ende nichts. Also da sorgst du für Unklarheit und ich glaube, das wollen diese Talkshows auch. Diese Talkshows, ich hatte es ja am Anfang gesagt, das ist normalerweise Volksverdummung. Hier geht es nicht darum, Argumente auszutauschen, sondern hier geht es darum, das Volk zu verwirren. Also es ist wirklich so das absolut Verpflichtende, da haben Sie recht, das wird weiter ausgezahlt, aber für jede weitere Ausgabe, für jede weitere größere Investition sitzt Herr Lindner da und sagt ja oder nein, muss der Minister oder die Ministerin zu ihm kommen und darum bitten. Und deswegen stehen halt auch Dinge auf der Kippe, die über jetzt eine normale Rentenzahlung oder so hinausgehen. Ja, das heißt, Herr Lindner hat jetzt auch tatsächlich mehr Macht, weil er entscheiden wird, genau wie Melanie Ammann sagt, was überhaupt noch von dieser Regierung kommt, bis man sich geeinigt hat? Um es ganz klar zu sagen, bei allen Differenzen in der Sache, ich bin überzeugt, dass auch Christian Lindner mit uns ein Ergebnis erzielen möchte über den Haushalt 24. Das ist gut, beruhigend. Naja, vielleicht glaubt man es ja mehr, wenn ich es dann einfach ausspreche als Generalsekretär der SPD. Ich glaube nicht, dass er jetzt auf Zeit spielt, um möglichst spät im nächsten Jahr ein Haushaltsbeschluss. Jetzt wird über dieses Koalitionsgezänk geredet. Meine Güte, da hätten sie einen von der SPD und FDP noch einladen können und dann von mir ist einen von der Opposition, dann hätten sie das machen können. Aber so jetzt, ohne dass die FDP da ist, über Lindner zu spekulieren, das bringt niemanden weiter. Redet endlich über die relevanten Probleme, über die Deindustrialisierung.
über den Einbruch im Wohnungsbau, über die konjunkturelle Krise, die andauernde Unterbeschäftigung, die Explosion der Kinderarmut, die wir gerade sehen. Also die Kinderarmut, die ist, beziehungsweise Kinder von Armut und sozialer Ausgrenzung bedroht, so ist der korrekte statistische Ausdruck, die ist von 20% auf 24% der Bevölkerung, also der Kinder angestiegen. Das heißt, wir haben rund ein Viertel der Kinder, die von Armut oder sozialer Ausgrenzung bedroht sind. Das ist der Zustand in diesem Land. Die Altersarmut steigt seit vielen Jahren immer weiter an. Also es gibt so viele Probleme, die wir haben, wo man endlich mal Geld ausgeben könnte. Also das sind jetzt alles reale Größen, die ich gerade genannt habe, mit der Kinderarmut, der Altersarmut, der Deindustrialisierung. Aber all dem steht dieses andere Konzept, die Finanzierungsseite, die ich eben erklärt habe, das steht da dahinter. Die Stadt muss mehr Geld ausgeben. Die Frage ist jetzt, wofür? Wir haben riesige Probleme. Es gibt so viele Sachen, wofür wir Geld ausgeben könnten, und wir müssen Geld ausgeben. Wenn wir kein Geld ausgeben, dann bekommen wir noch viel größere Probleme. Beschluss herbeizuführen, damit wir lange in der vorläufigen Haushaltsführung sind, sondern unser Eindruck ist schon, auch die Liberalen wollen, dass wir möglichst zügig zu einem Haushalt kommen. Mhm. Aber es ist in dieser Koalition, wie es, da gebe ich Ihnen Brief und Siegel drauf, in jeder Koalition wäre, wenn Sie kurz vor Jahresende in einen bestehenden Haushalt, der schon aufgestellt ist, ein Loch in dieser Größenordnung reinschneiden, dann wird es keine Koalition der Welt geben, die nach 2 Tagen sagt, wir haben eine andere Lösung dafür gefunden, sondern dann macht das große Denksport. Carsten Lindemann ist bei uns, Generalsekretär der CDU. Herr Lindemann, die FDP sagt genau das, besser gründlich als jetzt zu schnell. Da müssen Sie. Also ganz ehrlich, wenn das hier eine russische Talkshow wäre, da würden uns alle Nachrichten erzählen, dieser Lindemann, das ist Systemopposition. So nennt man ja die Oppositionsparteien in Russland. Da sagt man immer Systemopposition, um die zu diffamieren. Für die CDU ist dieser Ausdruck vollkommen zutreffend. Das ist tatsächlich eine Scheinopposition. Das ist eine Opposition, die keine Oppositionsarbeit macht, die in allen grundlegenden Dingen genau das Gleiche will wie die Regierung. Die will auch den bescheuerten Wirtschaftskrieg gegen Russland, die will auch die Schuldenbremse, die will auch unser Land kaputt sparen, also die will auch die Reichen immer reicher machen. Also in allen relevanten Belangen will die CDU in die gleiche Richtung. Eigentlich, ja, wie gesagt, Volksverdummung, dass man hier in CDUler und SPDler gegeneinander setzt und so tut, als hätten die unterschiedliche Positionen. Zustimmen. Man hat ja Zeit gehabt, monatelang. Man wusste ja, dass das Urteil kam vor 22 Tagen. Alle Experten haben darauf hingewiesen, dass es wahrscheinlich ist, dass das Urteil so kommt, wie es kommt. Jetzt haben wir Tag 22 nach dem Urteil. Dieses Land ist völlig verunsichert. Ich spreche jeden Tag mit Bürgerinnen und Bürgern, mit Unternehmern. Viele sind fassungslos, weil es keinen Plan gibt, kein Ziel gibt, keine Zukunft gibt. Und jetzt gehen wir über die Jahreswende ins Jahr 24 mit wenig Hoffnung. Und ich finde das ganze Desaster. Achtet mal darauf, ob er uns den Plan der CDU verrät. Ich wette, nein. Das zeigt, dass diese Ampelkoalition nie ein gemeinsames Fundament hatte. Man hat das mit Geld zusammengehalten. Es gab nie eine gemeinsame Erzählung für die Zukunft dieses Landes. Und danach sehen sich die Menschen, nach Führung und Orientierung. Und der Bundeskanzler. Ja, und die werden Sie nicht mit der CDU erhalten. Reicht das einfach nicht. Er hat eine Rede gehalten im Deutschen Bundestag und man weiß nachher nicht mehr als vorher. Und deshalb, ich sage das mal ganz offen, ich glaube, es wäre besser. Fast so, wie wenn Carsten Lindemann spricht. Ja. Dass der Bundeskanzler die Vertrauensfrage stellt im Deutschen Bundestag. Und wenn er die gewinnt, dann müssen die einen Plan machen für die nächsten 2 Jahre. Und können gerne einen Neuanfang machen. So wie jetzt darf es nicht weitergehen. Wenn er die verliert, muss der Bürger entscheiden, die Bürgerinnen und Bürger müssen entscheiden per Neuwahl. Ich glaube, wir brauchen jetzt mal Ehrlichkeit und Klarheit. 2 Jahre so weitermachen kann sich dieses Land nicht leisten. Oha. Herr Kühnert, dann sind Sie schon wieder dran. Vertrauensfrage im Parlament, möglichst bald, damit man 14% für die SPD, damit man den Vertrauensverlust auch bei den Bürgern überhaupt zu dieser Regierung im Parlament nachfragt. Ich bin mir absolut sicher, dass der Bundeskanzler das Vertrauen aller Teile der Koalition genießt. Aber ich will Sie auch beim Wort nehmen. Sie haben jetzt eingangs Ihres Statements gesagt, Sie sprechen mit Bürgerinnen und Bürgern, wie wir alle, und mit Unternehmen. Und Verunsicherung ist mit Händen greifbar. Würde ich übrigens bestätigen, weil natürlich ist das eine schwierige Situation. Im Moment, wer würde denn was anderes behaupten wollen? Aber die Antwort darauf, um jetzt mehr Halt und Sicherheit zu geben, kann doch nicht sein, dass wir jetzt aus dem Bundestag... Verunsicherung, als ob es um Verunsicherung geht. Unser Land erlebt gerade einen dramatischen Abstieg, einen realen, datensichtbaren Abstieg. Also Verunsicherung, das Problem ist doch nicht, dass die Leute verunsichert sind. Das Problem ist, die Lage immer weiter bergab schmiert. Also das ist ja nicht unsicher, sondern es geht bergab. Es ist ja ziemlich sicher, dass Deutschland in 3 Jahren, in 5 Jahren, in 10 Jahren eher schlechter gehen wird als heute, zumindest im Großteil der Bevölkerung. Also kann natürlich sein, dass diese ganzen transatlantischen Politclowns sich dann in irgendwelche Parteistiftungen verabschiedet haben und dort sich eine schöne Rente machen oder in irgendwelchen Aufsichtsräten sitzen. Aber dem Großteil der Bevölkerung wird es nicht besser gehen. Eine Fußballarena machen, ein Spiel durchführen, dann vielleicht zu Neuwahlen, das haben Sie ja gerade nahegelegt, kommen, dann wird ja monatelang weiter gar nichts gemacht. Was löst sich denn für einen Unternehmer, der jetzt auf Planungssicherheit setzt, für eine Investition, für eine Beihilfefrage? Was löst sich denn an dessen Unsicherheiten, wenn Deutschland jetzt in Neuwahlen geschickt wird? Herr Kühnert, das könnte vielleicht mal eine andere Politik gemacht werden in Deutschland. Also es ist ja schon ein Drama. Sie werden hier auch ordentlich begrüßt. Sie sind neue Vorsitzende einer Bewegung, die Ihren Namen trägt und bezeichnen diese Regierung als die schlechteste, die es in Deutschland wahrscheinlich gegeben hat. Kleine Frage vorneweg. Mit der Konfrontation Klimawandel, mit
der Energiekrise, mit den Kriegen, die es gibt in der Welt. Würden Sie konzidieren, dass diese Ampelregierung tatsächlich auch vor besonderen Aufgaben stand? Ja, natürlich. Boah, was ist das für eine dumme Frage? Man soll diese Moderatorin weglassen. Das ist ja furchtbar. Würden Sie bestätigen, dass die Ampel vor großen Aufgaben steht? Was soll so eine dumme Frage? Natürlich ist das weltpolitische um die Umgebung schwierig. Und natürlich gibt es da Herausforderungen. Nur die weltpolitische Lage ist für andere Länder auch schwierig. Und wir sind Schlusslicht. Wir stehen ganz hinten unter den Industrieländern. Wir haben in diesem Jahr als einzige oder eines der ganz wenigen eine schrumpfende Wirtschaft. Die Prognosen fürs nächste Jahr sind schon wieder nach unten revidiert worden. Das war sogar schon bevor diese ganze... Sieht sogar noch düsterer aus. Ganz Europa befindet sich in der Rezession und in Deutschland wird die Wirtschaft besonders stark bergab gehen. Also es sah in anderen europäischen Ländern Anfang des Jahres noch besser aus. Mittlerweile sieht es in allen europäischen Ländern schlecht aus und in Deutschland am schlechtesten mit. Also so ist ungefähr die Lage. Das heißt zu sagen, in den anderen, da sieht es noch positiv aus, das sind wahrscheinlich zu positive Ausblicke. Die neuesten Konjunkturdaten, die zeigen tatsächlich auch in anderen europäischen Ländern was nach unten, was für Deutschland, das ja besonders stark vom Export in andere europäische Länder lebt, besonders negativ ist. Das ganze Desaster jetzt mit den Schattenhaushalten und mit dem Urteil des Verfassungsgerichts kam. Und das Problem ist ja tatsächlich, diese drei Ampelparteien, die haben sich in ihren Ideologien eingegraben. Da ist kein gemeinsamer Plan. Aber ehrlich gesagt, das hörte sich ja schön an, Herr Lindemann, was Sie jetzt hier erzählt haben. Also wenn ich Herrn Merz höre, beispielsweise auch in der letzten Haushaltsdebatte oder auch jetzt im Bundestag, also was ist denn da der Plan? Also da war der Plan, also irgendwie die Rentner kriegen noch zu viel Geld, die armen Kinder kriegen noch zu viel Geld und für Rüstung sollte eigentlich noch mehr ausgegeben werden. Also wenn das der Plan der CDU ist, dann wird es in diesem Land auch nicht besser. Über Rentner hat er nicht gesprochen, über Rüstung hat er nicht gesprochen. Er hat gesagt, Frau Wagenknecht, Sie sitzen hier fraktionslos, parteilos, Sie haben noch niemals ein Programm und wollen jetzt Herrn Merz sagen, worüber er gesprochen hat. Das ist falsch. Das Bündnis Sarah Wagenknecht hat ein Programm. www.bündnissarahwagenknecht.de. Schaut das nach. Ende des Wirtschaftskrieges gegen Russland. Endlich Investitionen in unsere Infrastruktur. Höhere Löhne, höhere Renten. Also das Programm steht. Ich weiß gar nicht, worüber Sie ich höre sprechen. Doch Herr Merz hat eine Rede gehalten, die diesem Land mal wieder Orientierung gegeben hat. Was sagt ihr? Sollen wir danach auf diese Rede reagieren? Damit wir uns noch mehr aufregen können, also morgen, nicht mehr heute, heute Abend ist schon spät. Heute Abend bin ich froh, wenn wir auf die Talkshow hier fertig reagiert haben, aber bin ich mal gespannt, was der Merz da Schlaues gesagt haben wird. Für Sie vielleicht. Halt. Ich glaube, dass es ganz viele Menschen in Deutschland gibt, die sich jetzt schon wünschen, dass sich die Politik verändert, weil es einfach so nicht weitergehen kann. Und wie gesagt, auch die Verunsicherung, die war doch vorher schon da. Wir haben doch eine schwierige wirtschaftliche Situation, weil viele Unternehmen mit den hohen Energiepreisen nicht zurande kommen. Viele Menschen auch nicht mehr wissen, wie sie über den Monat kommen. Die Löhne sind jetzt seit 3 Jahren immer wieder gesunken. Und natürlich ist das ganz schwierig. Und die Ampel diskutiert darüber, ob man beim Bürgergeld kürzt. Oder Sie haben ja auch noch mal das angesprochen, oder ob man vielleicht auch bei den Renten kürzen soll. Und Sie würden das alles anders machen. Wir reden darüber, was Sie anders machen würden. Wir wollen unbedingt auch Jens Südekum vorstellen von der Uni Düsseldorf. Sie sind Mitglied im Bayern. Wirk Sie doch nicht so früh ab. Was soll das denn? Also, sie hat gerade ein sehr relevantes Thema angesprochen. Da werde ich auch gleich noch mal eine Grafik zu zeigen. Des Bundes. Aber wirk Sie doch nicht so früh ab. Der Kühner durfte hier... Ja, fast 10 Minuten oder ja, lass es 5 Minuten gewesen sein, keine Ahnung, habe nicht so genau auf die Uhr geguckt, nichts sagen. Ich hatte den ja auch schon beschleunigt, weil das so furchtbar war. Der Lindemann durfte dann auch nochmal nichts Relevantes sagen. Also ja, die Menschen sind verunsichert wegen der Regierung. Toll, aber einen wichtigen Punkt, wie beispielsweise explodierenden Energiepreise, hat er nicht angesprochen. Zum Verwanken nicht mal dabei, das auszuführen, da wird sie schon wieder abgewürgt. Des Wirtschaftsministeriums, Herr Südekum, und waren übrigens auch in Karlsruhe bei der Verkündung des Urteils. Würden Sie denn auch sagen, dass eigentlich absehbar war, dass dieses Urteil gefällt wurde und dass es in dieser Härte gefällt werden würde? Stell einem Ökonomen eine juristische Frage. Geniale Idee. Also ich bin jetzt echt gespannt, was er antwortet. Also nur, dass er Ökonom ist, muss ja nicht heißen, dass er keine Ahnung von Jura hat. Aber dann hättest du dir einen Juristen herholen müssen, wenn du so eine Frage stellen willst. Nein, das war nicht absehbar. Ich habe natürlich nicht. Für Laien ist sowas nie absehbar. Ganz ehrlich, das Bundesverfassungsgericht urteilt viele, viele seltsame Sachen, sag ich mal. Damit nicht gerechnet. Auch die Klägerseite und deren Vertreter haben nicht damit gerechnet, also, dass das die Urteil... Die CDU? Wenn man ehrlich ist, es haben alle damit gerechnet, dass ein Urteil...
fallen könnte, wo es heißt, in Zukunft müsst ihr in Notfallsituationen so und so agieren, weil das war das erste Mal. Das war ja das erste Mal, dass die Schuldenbremse ausgesetzt war. Ja. Und es gab sozusagen keine Präzedenzfälle dafür. Aber dass jetzt das Bundesverfassungsgericht sagt, knallhart, dieser Nachtragshaushalt 21 war verfassungswidrig und es müssen jetzt sofort 60 Milliarden, die eigentlich verplant waren, sind jetzt nichtig und fallen weg. Das ist das maximal strengste Urteil. Damit hat ehrlich gesagt niemand gerechnet. Und es ist auch insofern was Neues, weil normalerweise bei so gewichtigen Entscheidungen das Verfassungsgericht typischerweise dem Gesetzgeber auch Übergangsfristen gibt und sagt, ihr habt jetzt so und so lange Zeit. Das ist hier nicht der Fall. Und jetzt muss plötzlich, das Urteil war am 15. November, soll also ein eigentlich fertiger Haushalt, der am Tag danach in der Bereinigungssitzung quasi verabschiedet werden sollte, soll jetzt noch kurz vor Weihnachten innerhalb zwei Wochen sozusagen komplett auf den Kopf auf die Füße gestellt werden. Aus meiner Sicht geht das gar nicht. Und deswegen kann aus meiner Sicht eigentlich auch die vernünftige Reaktion jetzt auf das Urteil nicht sein, dass man jetzt hektisch irgendwo versucht, Geld zusammenzukratzen und zu sparen. Das hat auch das Verfassungsgericht nicht verlangt, sondern dass jetzt eigentlich die Konsequenz sein müsste, dass man zunächst erstmal, und da kommt diese Notlage 24 ins Spiel, sich darüber auch eine gewisse Zeit verschafft, dass man überhaupt vernünftig auf dieses Urteil reagieren kann. Und im nächsten Schritt muss man... Sorry, der ist so ein bisschen, dass ich darüber nach gerade ein bisschen suchen musste. Dieser Produktionsindex für energieintensive Industriezweige, seht's, der ist ein bisschen versteckt, wenn man danach googelt. Er ist erstmal nicht oben auf der Seite, auf der angezeigt wird. Oder vielleicht gibt es auch die Statusseite, wo er gleich oben steht. Aber hier, ihr seht's, Produktion der energieintensiven Industriezweige rund 20% unter dem Niveau von vor Beginn des Ukraine-Krieges. Also Ende 2021. Und hier, ihr seht's, die Produktion bröckelt weiter ab. Also die... Ja, die ist eingebrochen, hat sich dann ganz leicht erholt zu Beginn 2023 und rutscht seitdem immer weiter ab und befindet sich jetzt auf neuen Tiefständen, unterhalb der Tiefstände von der Corona-Pandemie. Ihr seht, die Produktion der energieintensiven Industriezweige, die war eigentlich stabiler in Deutschland, auch während Corona, weil wir hier eben so billiges russisches Gas hatten. Mit dem Ende des billigen, langfristig verfügbaren russischen Gases bricht die Produktion der energieintensiven Industriezweige ein. Auch die Produktion der gesamten Industrie bricht immer weiter ein. Ihr seht, der Produktionsindex befindet sich Oktober 2023 bei 93. Auf seinem Hoch oder einem der Hochs, also wie man es jetzt genau nimmt, Mai 2018 befand er sich noch auf 107. Also mehr als 10% schon gesunken seitdem. Das ist, das ist ordentlich. Das ist wirklich, wirklich ordentlich, was wir da gerade sehen. Niedergang unserer Industrie. Das ist die Deindustrialisierung, die wir gerade statistisch sehen. Wenn man sich einen Auftragseingang ansieht, dann sieht es nicht viel besser aus. Auch, finde ich, in einem großen Konsens aller Parteien auch darüber nachdenken, was das jetzt bedeutet für die Fiskalpolitik mittelfristig in Deutschland. Ja, darüber also, werden wir mit der Schuldenbremse umgehen wollen. Weil die maximal scharf gestellte Schuldenbremse, die wir jetzt haben nach dem Urteil, ist aus meiner Sicht ein Korsett, mit dem wir die Aufgaben, vor denen das Land steht, nicht werden bewältigen können. Sie ist ein Anschlag auf unsere Volkswirtschaft. Ein Korsett, mit dem die Aufgaben, was ist denn die Aufgabe? Die Aufgabe ist, dass unser Land vielleicht nicht deindustrialisiert wird. Und damit werden wir vielleicht schwer klarkommen. Also man kann sich immer so milde, so vorsichtig ausdrücken. Also ich sehe schon, wenn sich der Flassbeck hier hingesetzt hat, der hätte die ganze Zeit darüber geschimpft, wie dumm eigentlich die Politik ist. Aber der Südekom drückt sich natürlich, also er hat inhaltlich natürlich recht, aber er drückt sich auch so vorsichtig aus. Wie gesagt, müsste man den Flassbeck in so eine Talkshow setzen. Das heißt, Sie sagen, es wird gar nicht gelingen zu kürzen, also das, was der Finanzminister jetzt sagt, nämlich wir haben ihm ja zugehört, man muss eigentlich nur noch mal durch alle Positionen durchgehen und wir werden diese 17 Milliarden schon finden. Das, was der Bundesfinanzminister sagt, ziehen Sie in Zweifel, Herr Südekom? Natürlich kann man rechterisch dieses Geld finden, man kann natürlich irgendwo kürzen. Ja. Nicht 17, sondern 30 Milliarden. Ja? Aber was heißt das, 30 Milliarden? Für die Rente werden jedes Jahr 100 Milliarden Euro aus dem Bundeshaushalt zugezahlt. Also, glaube ich, weiß schon, wo die Politik als erstes kürzen wird, wenn sie mal wirklich Geld zusammenkratzen muss. Wahrscheinlich bei den Rentnern, da wo sie in der Vergangenheit eben schon gekürzt hat. Also, wie läuft das in diesem Land? Bei der Rüstung natürlich nicht. Also, Aufrüstung muss natürlich weiterhin stattfinden. Also, ihr seht es ja, die Zinskosten explodieren gerade wegen der völlig verfehlten Zinspolitik der EZB. Diese Schuldenbremse und die Schuldenbremse, die engt uns jetzt noch weiter ein. Und gleichzeitig wird der Rüstungshaushalt aufgebläht. Wo wird dann wohl gekürzt? Also erstmal bei Investitionen in die Zukunft. Okay, die kann man nicht beliebig kürzen. Das heißt, irgendwann wird man an die Sozialausgaben ran müssen. Das Erste, wo gekürzt wird, sind Investitionen, weil die noch am einfachsten kürzen kann.
kannst, weil es da am wenigsten Widerstand gegen gibt. Also das fällt den Leuten dann ja auch erst in 10 Jahren aus, auch wenn die Züge noch unpünktlicher kommen. Oder die Straßen noch mehr Schlaglöcher haben als aktuell und noch mehr Brücken nicht befahrbar sind. Also es fällt den Leuten ja noch nicht in dieser Legislaturperiode auf, sondern unser Land verfällt immer weiter und dann die Leute beschweren sich dann in 10, 20 Jahren. Aber dann sind Lindner, Baerbock und Co. schon längst in irgendwelchen hochdotierten Posten irgendwo anders. Das ist ein sehr, sehr großer Betrag. Das sind ungefähr 1,5% des Bruttoinlandsprodukts. Wenn man jetzt, beziehungsweise das wären die 0,75% des Bruttoinlandsprodukts. Wenn man das jetzt auf einen Schlag kürzt, hat das massive makroökonomische Konsequenzen. Wir sind ja in einer Rezession in Deutschland. Wir hatten gehofft, dass im nächsten Jahr wir eine leichte Erholung bekommen, nicht spektakulär, aber zumindest mal Wachstumsraten so 0,5-0,7%. Wenn jetzt diese Kürzung so knallhart durchgezogen wird, wird es das nicht geben. Dann wird die Rezession in Deutschland bleiben, wird sich verschärfen, verlängern, noch dramatischer. Die Investitionen werden noch stärker einbrechen. Es gibt jetzt Studien, die sagen, dass die Investitionen um 4 Prozentpunkte nach unten gehen werden, wenn wir jetzt diese Kürzungspolitik machen. Aber so pauschal können Sie das doch gar nicht sagen, wenn Sie nicht wissen, wo basiert. Also der Südekum, der ist ja völlig auf der Höhe. Also dass so eine klare Ansage kommt, okay, wir sind in der Rezession, das wird noch schlimmer werden. Also damit hatte ich nicht gerechnet. Also der Südekum, doch klarer, also Wagenknecht und Südekum, aber zwei Gäste, die tatsächlich ihr habt am Anfang gemerkt, wie negativ ich hier reingegangen bin und ich bin ja schon wieder an dem Kühnert fast verzweifelt, als ich dem gerade so lange zuhören musste, aber also das, was Südekum hier gesagt hat, völlig richtig. Völlig richtig. Also gucken wir uns jetzt mal an, was die Spiegelfrau da für schlaue Einwände gegen haben wird. Wo gekürzt wird, oder? Das finde ich jetzt ein bisschen das schwierig. Das ist erstmal eine erste Abschätzung der Volumen. Also generell, wenn die Summe weg ist, stirbt die Wirtschaft. Das finde also find ich jetzt nicht so zwingend. Sie stirbt, aber es würde eine... Ganz einfach. Du nimmst einen Staatsausgabemultiplikator an. Der kann natürlich falsch sein. Also wenn man das Geld jetzt, keine Ahnung, bei so schwachsinnigen Ideologieprojekten wie der Aktienrente kürzt oder... Ja, Superreiche höher besteuert. Okay, das wird nicht passieren. Aber nehmen wir mal an, das Geld wird irgendwo weggenommen, wo es keinen großen Schaden anrichtet. Ja, okay, dann hat das auch keinen großen Effekt aufs Wachstum. Aber das Geld, das wird wohl an Stellen eingespart werden, wo es eben 1:1 in die Wirtschaft geflossen wäre. Beispielsweise bei Investitionen oder bei Sozialausgaben, die eben hauptsächlich an arme Menschen gehen, die wieder das ganze Geld in der Wirtschaft stecken. Also das ist, da fehlt dann das Geld und da hast du halt einen hohen Staatsausgabemultiplikator. Das heißt, du hast da halt einen starken Effekt. Eine ernsthafte Rezession, die sich eben dadurch verlängern wird. Das wäre die Folge. Das Gegenteil vom IFO-Institut. Der sagt ganz klar, die Länder, die Schuldenbremsen haben oder so eine Art, gibt ja viele, Schweiz zum Beispiel und andere, die wachsen viel schneller, weil sie Prioritäten setzen und sich konzentrieren. Ich rede von Studien, die jetzt versuchen zu prognostizieren, was wären die Auswirkungen, wenn jetzt erstmal der Betrag, der in Rechnung steht, die 60 Milliarden gesperrt wurden. Aber es kommt auch darauf an, wo sie sparen. Wenn jetzt die Berechnung, die dort... Also diese Berechnung des IFO-Instituts, die würde ich gerne sehen. Also Carsten Linnemann hier so autoritätsargumentsmäßig, hey, ich habe das IFO-Institut, das sagt hier irgendwas. Also die Länder, die Schuldenbremsen haben, also fast alle Länder auf dieser Welt haben, oder zumindest die meisten Industrieländer auf dieser Welt haben Schuldenregeln. Die Staaten der Eurozone ja automatisch durch den Vertrag von Maastricht, wo 3% des BIPs an maximaler Verschuldung vorgegeben wird, dann nochmal doppelt durch den Fiskalpakt. Wo die Verschuldung noch härter begrenzt wird. Die USA haben auch eine Schuldenregel. Also die sagen, haben sogar eine absolute Verschuldungsregel, wo man sagt, wenn die Verschuldung höher steigt, dann sind wir pleite. Die Schuldengrenze wird dann allerdings jedes Mal angehoben, wenn man es gerade braucht. Also das, ja, ob man so eine Schuldenregel hat, sagt erstmal nichts darüber aus, ob man sie einhält. Wie gesagt, die Schuldengrenze der USA, die wird alle paar Jahre erhöht und hat nicht im geringsten zur Verringerung der Staatsverschuldung beigetragen. Zugrunde gelegt wurde, war, dass die 60 Milliarden, die eigentlich verplant waren im Klimatransformationsfonds KTF, dass diese Investitionen so nicht stattfinden, so gekürzt würden. Dann würden die Investitionen insgesamt gesamtwirtschaftlich um 4% einbrechen. Über mehrere Jahre, ne? Also weil diese 60 Milliarden fallen ja jetzt nicht 2024. Aber es ist ja schon so, dass vielleicht noch mal Sekunde macht, jetzt darüber zu reden. Ganz kurze Frage, ich wollte noch mal auf die politischen Konsequenzen kommen. Wir sind jetzt schon schwer in der wirtschaftspolitischen Diskussion. Ich wollte noch mal über sinnloses Parteigezwängt zwischen diesem verdammten neoliberalen Altparteienkartell reden. Wir können doch hier nicht über den wirtschaftlichen Niedergang unseres Landes reden. Wofür braucht man schon eine funktionierende Wirtschaft? Und ich meine Schulden, Staatsschulden, was hat die schon mit Wirtschaft zu tun? Ich will lieber über Parteipolitik reden. Nehmt die Moderatorin daraus, dann wird die Talkshow besser. Das ist ja unglaublich. Frau Ammann, Stichwort, in welcher Situation, in welcher politischen Situation? Gott. Jetzt fragt sie ausgerechnet die Frau vom Spiegel. Das ist ja...
sind wir jetzt in Ihrer Einschätzung. Glauben Sie, dass diese drei Matadoren weiter in die verschiedenen Richtungen strömen werden und es keine Einigung gibt? Rechnen Sie damit, dass man sich maximal verbiegt und eine Einigung finden wird? Aber ist das dann eine, die noch Vertrauen und Glaubwürdigkeit findet? Ja, das ist in der Tat die wichtigere oder schwierigere Frage. Ich denke schon, dass jetzt in den nächsten Tagen, Sie wissen da mehr, es eine Einigung zwischen diesen dreien und damit auch einen Kabinettsbeschluss, also die, sozusagen das politische Zurechthämmern des Haushalts gelingen kann. Das ist, glaube ich, und dann ist zumindest ein bisschen Unsicherheit rausgenommen, wie es im nächsten Jahr weitergehen kann. Das ist schon wahr, aber ich meine, danach geht es in die Fraktionen. Und danach geht es auch in die Details. Also es war ja bisher bei der Ampel meistens so, dass es im Grundsatz dann irgendwann nach stundenlanger Sitzung eine Einigung gab über schwierige und komplizierte Themen. Und sobald es dann um die Umsetzung ging, das hat man ja besonders beim Gebäudeenergiegesetz gesehen, dann auf einmal verhakte man sich wieder. Und das ist natürlich bei diesen ganzen Finanzfragen, die da dranhängen und den Auswirkungen in einzelnen Bereichen und auch die Rückkopplung mit den Parteien, das ist ja dann das Hauptrisiko, das es noch gibt. Es muss ja dann auch einen Koalitionsausschuss geben. Das heißt, die drei können das ja jetzt nicht einfach für alle beschließen. Die müssen sich rückkoppeln. Bei den Grünen ist es kompliziert, weil ja auch dann Herr Habeck eben auch nicht gleich der Parteivorsitzende ist und schon gar nicht Fraktionsvorsitzender. Bei Herr Scholz ist auch nicht Parteivorsitzender, wird jetzt am Wochenende vielleicht einen Antrag von seinem Parteitag kriegen. Du darfst aber nicht hier kürzen und du darfst aber nicht hier kürzen. Also das heißt, da kommen schon ganz schön viele Haken und Ösen noch. Ist es ein Zeitpunkt auch aus Ihrer Sicht, wo Sie sagen, der Bundeskanzler sollte die Vertrauensfrage stellen? Erst recht, wenn... Ja, da schreibt gerade eine Horse Race, also Pferderennen in den Chat. Genau so eine Berichterstattung ist das hier. Also anstatt über die Besitzer der Pferde zu berichten und wer da welche Quoten abgeschlossen hat, wird darüber berichtet, welches Pferd jetzt kurz vor dem anderen ist und dann welches Pferd als erstes durchs Ziel gekommen ist. Aber anstatt dann hinterher darüber zu berichten, wer welche Wetten abgeschlossen hat, wer am Ende wie viel Gewinn gemacht hat, also wer da welchen Einsatz im Spiel hatte, wird halt nur über die Pferde berichtet. Also So funktioniert diese Metapher ungefähr. Und genau das ist es, was wir hier gerade sehen. Wir reden über irgendwelche Politiker, aber über die grundlegenden Interessen dahinter, über die grundlegenden Zusammenhänge wird gar nicht geredet. Wenn sich das jetzt weitere Wochen zieht? Also mir würde es reichen, wenn er sich überhaupt erst mal erklären würde. Also man weiß im Moment einfach nicht. Mir würde es reichen, wenn keine Leute vom Spiegel mehr in Talkshows eingeladen werden. Das ist ja furchtbar. Also... Er war ja schon ein paar Mal bei Ihnen, so im One-on-One-Interview. Wo war er jetzt die ganze Zeit? Also die Regierungserklärung war denkbar blass. Man hat das Gefühl, er steht selber so unter Schock. Er wirkt ja auch, als wäre er schon um ein paar Jahre gealtert, wenn man ihn sich so anschaut. Das ist ein gewaltiger Schlag ins Kontor für ihn. Es gab keinen Plan B. Und das stimmt auch, finde ich, was Herr Südekum sagt. Das war eine Überraschung, dieses Urteil in dieser Härte, die man nicht vorhergesehen hat. Ich meine, wenn man sieht, wie Bundeskanzlerin Angela Merkel bei der Euro-Rettung immer wieder gut weggekommen ist. Das Bundesverfassungsgericht hat da keine Steine in den Weg gelegt. Noch nicht mal bei den Corona-Maßnahmen hat es so hart geurteilt wie jetzt. Und also das war schon ein gewaltiger Schock. Aber das hat die gesamte... Fast so, als ob das ein politisches Gericht wäre. Und ich verrate euch mal was, das ist ein politisches Gericht. Die Richter im Bundesverfassungsgericht, die werden vom Bundestag und Bundesrat Hälfte-Hälfte besetzt. Also die entsprechen dem, was da die aktuellen Mehrheitsverhältnisse der Parteien sind. Muss man sagen, das gesamte politische Narrativ von Olaf Scholz zerstört. Dieses gesamte Selbstbild von ihm und auch das Außenbild, das er von sich gezeichnet hat. Von dem Mann, der eben als ehemaliger Bundesfinanzminister, keiner kann den Haushalt so gut aufstellen wie er, keiner kennt sich mit den Staatsfinanzen so exzellent aus wie er. Und ausgerechnet er ist jetzt der Regelbrecher. Und ich glaube, dieser Schock hat auch dazu geführt, dass er so verstummt ist. Irgendwie, oder man ihn ja offenbar regelrecht dazu treiben musste, überhaupt diese Regierungserklärung abzugeben. Und mehr da eben nicht gekommen ist, außer vielleicht noch so ein... Ich dachte, Scholz kennt sich damit aus, wie man Steuermilliarden am Fiskus vorbeischiebt und das dann als Politiker absichert. Das ist eine Verwicklung in den Cum-Ex-Skandal, aber das ist jetzt, glaube ich, nur mein Eindruck. Vielleicht täusche ich mich da auch. Ein Video auf X oder so. Also das ist schon, ich finde, die Leute erwarten jetzt in dieser Situation von ihm einfach Präsenz und eine Botschaft und eine Beruf. Ich erwarte, dass er eine vernünftige Politik macht. Oder ich erwarte zumindest mal, dass er eine Politik macht, die unser Land nicht noch weiter ruiniert, sondern die ist... Ja, den Niedergang vielleicht etwas verlangsamt oder dass er vielleicht mal bald zurücktritt, obwohl ich erwarte von ihm eigentlich gar nichts mehr. Ich hoffe einfach, dass wir ihm bald los sind. Also ich will keine Präsenz von ihm. Ich will, dass er möglichst wenig da ist und möglichst schnell weg ist. Beruhigung an eine Vergewisserung. Wann wird die kommen, Herr Kühnert?
Ich habe da eine andere Einschätzung, weil ich glaube, dass es unterschiedliche Erwartungen im medial-politischen Raum gibt und bei Bürgerinnen und Bürgern. In den Ländern ist die Schuldenbremse anders. Also sorry, dass ich diesen Politzirkus hier jetzt überspringe, aber das ist mir ehrlich gesagt einfach zu albern. Wird die anders? In Schleswig-Holstein gibt es einen Ukraine-Krieg mit Auswirkungen, aber nee, Bund schauen Sie sich mal genau die Begründung an in Schleswig-Holstein. Das ist eine andere Begründung als die... Oh Gott, die Landesregierung haben sich Passierschein A39 geholt. Die Bundesregierung braucht aber Passierschein A38. Oh Gott, ist das dumm. Ist das dumm? Wir haben eine außergewöhnliche Notlage, der Unsinn kann ausgesetzt werden. Die Unternehmen sind Nettosparer, unsere Wirtschaft schrumpft, wir haben eine Rezession, Südekum hat es eben sogar erklärt hier in der Talkshow. Also als ob wir da jetzt noch über juristische Begründungen streiten, dieses juristische Klein-Klein, das kann vor einem Gericht geklärt werden, das gehört doch nicht in eine Talkshow. Haben Sie Belege dafür, haben Sie Zahlen dafür? Warte, wir haben glaube ich gerade die Wand nicht überspult, weil ich mich so über den Lindemann aufgeregt habe. Warte. Das muss ich doch wieder ein bisschen zurückspulen. Ach, das ist Ihr Vorschlag gewesen zur Reform. Genau, ich mache lassen wir es so und lehnen es ab. Beim Bürgergeld wollten Sie gar keine Sanktionen mehr zulassen. Stimmt nicht. Wir haben gesagt, wenn sich jemand nicht an die Regeln hält, braucht es Sanktionen. Wir haben das durchgesetzt und damit... Oh Gott. Es wird wieder über solche... Das sind einige hundert Millionen, über die Lindemann da redet. Zumal diese Sanktionen auch noch total hohe Bürokratiekosten bringen. Und wie gesagt, wenn man Leuten mit einer hohen Konsumquote Geld wegnimmt, ja, dann fehlt das 1:1 in der Wirtschaft und verschärft es die Rezession. Das ist so eine dämliche Detaildebatte, wo es um überhaupt nichts geht. Wenn es eine Sozialleistung gäbe, wo man viel kürzen könnte, wenn man das wollte, dann wäre das die Rente. Wir zahlen einen Rentenzuschuss von 100 Milliarden Euro pro Jahr. Und ich prognostiziere, da werden sich diese ganzen neoliberalen Politiker da werden die rangehen, wenn die wirklich diesen Irrsinnsplan haben, sich da an diese vollkommen bescheuerte Schuldenbremse zu halten. Dann wird das bei den Renten gekürzt werden, weil es keine andere Sozialleistung gibt, wo man so viel Geld einsparen könnte. Also die Sozialleistung, wo man wirklich, okay, jetzt werden sich manche wieder getriggert fühlen, weil ich die Renten Sozialleistung nenne, aber ja, die Renten werden mit 100 Milliarden pro Jahr aus dem Bundeshaushalt subventioniert. Was gut und richtig ist. Also ich bin absolut für eine Stabilisierung des Rentenniveaus. Man sollte das ganze System am besten reformieren. Will ich jetzt nicht zu tiefgehend darauf eingehen, aber das ist wirklich die Leistung, wo man am ehesten kürzen könnte, wenn man ordentlich Summen einsparen wollte. Und das wird dann auch richtig negative Konsequenzen für die Wirtschaft haben. Wer jetzt hier einige Sanktionen bei Bürgergeldempfängern mehr oder weniger machen, das ist eine Detaildebatte. Das sind einige hundert Millionen. Das ist makroökonomisch überhaupt nicht bedeutend, worüber hier gerade geredet wird. Also schon wieder an den eigentlichen Problemen vorbei. Ein dummer Schaukampf und ja, was soll man zu diesem Unsinn hier sagen? Da haben wir zugestimmt. Wir haben Schlimmeres verhindert. So jetzt versuchen wir mal ein bisschen nicht. Zu ordnen. Also, Sekunde. Sekunde. Wir wollten noch nicht gleich über das Bürgergeld reden. Ich würde das aber nicht gern so stehen lassen, ja, machen was er wir nicht. Gesagt aber hat. Weil ich finde, das ist einfach nicht redlich. Nee, das ist einfach nicht redlich, was Sie machen. Natürlich gibt es Missbrauch beim Bürgergeld. Also ohne jede Frage. Also wenn ich mir angucke... Was eine Detailfrage ist. Also Sozialbetrug, also wirklich Missbrauch, wo Wagenknecht gerade von gesprochen hat, 100 Millionen pro Jahr. Steuerhinterziehung zum Vergleich 100 Milliarden. Verschwendung, also Verschwendung jetzt an Geldern bei der Rüstungsindustrie, bei der Ukraine-Hilfe, 100 Milliarden pro Jahr. Also das sind die Summen, von denen wir reden. Bei Aufrüstung und Hilfen in ganz fetten Anführungszeichen für das korrupte Regime in der Ukraine, 100 Milliarden pro Jahr. Gleichzeitig Sozialbetrug nur 100 Millionen. Das sind die Zahlen, von denen wir reden. Diese 100 Milliarden, die habe ich vom neuen Video von Sarah Wagenknecht. Schaut euch das gerne an, das rechnet sie das nochmal vor. Aber wie gesagt, das sind die Summen, von denen wir hier reden. Lindemann konzentriert sich auf eine Detailfrage und das muss jetzt wieder breit diskutiert werden. Wagenknecht muss jetzt auch nochmal sagen, dass sie das ganz schlimm findet und dass das natürlich ein Problem ist, bla 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 bla. Wie gesagt, es ist eine Detailfrage. Es ist nicht das Entscheidende. Dass es bei bestimmten Flüchtlingsgruppen eine Beschäftigtenquote von 19% gibt, dann frage ich mich schon, also zum Beispiel bei Geflüchteten aus der Ukraine ist es so, in den Niederlanden sind 70% in Beschäftigung, in Deutschland, 50 sind's aber. In Deutschland sind, nein, es sind in den Niederlanden 70, in Polen 66. Es ist viel aber mehr als bei uns. Ja. Es ist viel mehr als bei uns. So, das heißt, natürlich wäre es sinnvoll, genauer hinzugucken, wer bekommt Bürgergeld und was macht er damit. Aber die Art, wie Sie die Debatte führen, die ist unredlich, nee, weil Sie einfach jeden Bürger Geld. Na, für die Flüchtlinge aus der Ukraine könnte man ja einfach sagen, wie beenden wir schnellstmöglich diesen Krieg? Die sind ja nicht hier, weil sie Deutschland plötzlich so schön fanden, sondern weil 2022 ein Krieg ausgebrochen ist, der vom Westen ja absichtlich verlängert wurde. Boris Johnson ist nach Kiew gefahren und hat den Ukrainern gesagt, hey, ihr kämpft jetzt weiter, der Westen ist noch nicht bereit für Frieden. The West is not ready for peace yet. Das hat mittlerweile auch Zelenskys Chefunterhändler bestätigt. Der Westen wollte keinen Frieden, er hat die ukrainische Regierung dazu ermutigt, weiterzukämpfen, hat Waffenlieferungen in Aussicht gestellt.
Und ja, deswegen tobt dieser Stellvertreterkrieg da noch. Also das sollte man vielleicht sagen, wenn man jetzt auf die Ukraine-Flüchtlinge verweist. Empfänger unter Faulheitsverdacht setzen. Und es gibt ja zum Beispiel... Sie setzen nur die ausländischen Bürgergeldempfänger unter Auch nicht das. Es gibt auch aus der Ukraine Menschen, die jetzt hier, die ihre Heimat verloren haben, die Angehörige verloren haben, die in Deutschland arbeiten. Natürlich gibt es das auch, aber es gibt auch das andere. Nur auch bei denen, die Bürgergeld beziehen. Es gibt zum Beispiel 160.000 Alleinerziehende. Das sind Mütter, die haben Kinder, die suchen verzweifelt einen Kita-Platz. Die würden sofort arbeiten, wenn sie ihn finden. Aber auch die CDU hat nie auch nur einen Handschlag dafür gemacht, dass diese Menschen, diese Mütter jetzt wirklich einen Kita-Platz bekommen. Sie finden ihn nicht so. Dann bleiben sie eben Wir haben die Kita eingeführt. Auf Papier, aber Sie wissen doch, wie die Realität ist. Wir reden über eine 30 Milliarden Haushaltslücke und Sie sind nach drei Minuten Diskussion bei ein paar Erwerbslosen angekommen, wo Sie jetzt darüber streiten, wie in welchem. Ja, natürlich ist es eine. Hatte der Wagenknecht sich gar nicht so dran verzetteln sollen. Also ja. Ist klar, man muss immer alles klarstellen, sonst wird einem später irgendwas unterstellt. Aber sie hätte gleich auf die großen Linien rekurrieren müssen. Sie hätte gleich ja wieder zu den wichtigen Punkten kommen müssen. Wie gesagt, 100 Milliarden Euro pro Jahr Steuerhinterziehung, 100 Milliarden Euro an Verschwendung durch wirklich an zu hoch bezahlten Rechnungen an die Rüstungsindustrie plus Hilfen an korrupte Regime wie das in der Ukraine. Das hat Wagenknecht in ihrem eigenen Video ausgerechnet. Die Summe könnte sie jetzt mal bringen. Das wären die großen Linien, wo man sofort Geld einsparen könnte, was jetzt nicht den großen wirtschaftlichen Effekt hat. Also wenn wir Geld an die ukrainische Regierung senden und die sich einen Teil davon in ihre eigene Tasche steckt und einen anderen Teil davon amerikanische Waffen kauft, davon hat jetzt Deutschland nicht sonderlich viel. Da könnten wir wirklich Geld einsparen, ohne dass das unserer Konjunktur schaden würde. Grad, die jetzt 10 Milliarden, sage ich Ihnen. 10 Milliarden über das Bürgergeld. 10 Milliarden. Das ganze Bürgergeld kostet 27 Milliarden. Und ich will auch noch was sagen. Ich finde schon, dass wir die Debatte darüber führen müssen, wo Geld völlig überflüssig ausgegeben wird. Sekunde, wir sind ganz kurz beim Bürgergeld, nur damit wir auch tatsächlich noch mal... Ich hasse diese Moderatorin. Ich hasse sie förmlich. Also das ist wirklich, für diesen Rundfunk bin ich nicht mehr bereit, Gebührengelder zu zahlen. Also außer vielleicht für Arte. Arte ist der einzige Sender, über den ich jetzt noch nichts kommen lasse, wo jetzt auch halbwegs vernünftige Inhalte laufen. Aber den ganzen Rest, der kann weg, der kann gestrichen werden. Also ich hätte ja früher noch gesagt, okay, wir sollten den weg mit dem ganzen Unsinn. Wir können später vielleicht nochmal einen neuen öffentlich-rechtlichen Rundfunk einbauen, der nicht so erbärmlich ist. Aber jetzt grätscht die Moderatorin hier rein und will uns allen Ernstes auf diese Detailfrage, wo ich gerade anhand der Summen ganz klar erzählt habe, wieso das eine Detailfrage ist. Jetzt kommt Central Shocks im Kommentar weiterhin mit einer Detailfrage. Also wir schicken gerade 80 Mal so viel Geld, wie du da gerade erzählst. Also mehr als 80 Mal, also mehr als 100 Mal so viel Geld, was du da gerade erzählst, an die Ukraine. Das sind die relevanten Summen, über die wir vielleicht mal reden sollten. Hey Agitator, wieso antwortest du eigentlich nie auf Twitter, wenn du mal getaggt wirst? Hast du mitbekommen, dass ich dir... Nee, habe ich nicht mitbekommen. Welche Debatte? Nee, habe ich nicht gesehen. Ich kann gleich mal auf Twitter gucken, weil mir da gerade wer im Chat schreibt, aber das habe ich nicht gesehen, was du da gerade schreibst. Verstehen und alle nachvollziehen, worüber wir reden. Wir sind beim Bürgergeld und fragen uns, gibt es wirklich einen Unterschied zwischen Bürgergeldempfängern, deutschen Bürgergeldempfängern und ukrainischen Flüchtlingen? Sie sagen, und da hören wir Ihnen, Frau Wagenknecht, jetzt auch noch mal ein bisschen deutlich. Da müssten wir jetzt über den Ukraine-Krieg debattieren. Da müssten wir jetzt debattieren, wie sorgen wir dafür, dass die Flüchtlinge, die gerade in Deutschland sind, wieder in die Ukraine kommen, beziehungsweise dass keine zusätzlichen Flüchtlinge noch mehr kommen, als ohnehin schon gekommen sind. Dafür muss dieser Krieg endlich enden. Also darüber müssten wir jetzt reden. Und das wäre eine viel zu große Debatte, darüber könnte man eine eigene Talkshow machen. Also Ina lenkt jetzt schon wieder vom eigentlichen Punkt ab. Sie weiß genau, dass man sich in diese Frage nicht vertiefen wird. Wie gesagt, das, was ich gerade angeschnitten habe. Der Westen hat Frieden verhindert, der Westen will diesen Krieg. Der Westen versucht, sich den größten Teil der Ukraine einzuverleiben, genauso wie Russland versucht, ein paar Stücke aus der Ostukraine zu schlagen. Und das ist der Grund, warum da immer noch weitergekämpft wird. Also der Westen versucht, Russland zu schwächen und benutzt die Ukraine quasi als, quasi als Mittel zum Zweck. Also das ist der Grund, warum dieser Krieg noch weitergeht. Diese ganzen Thesen, die ich hier gerade geäußert habe, die werden ja hochkontrovers in so einer Fernsehsendung, obwohl sie meiner Meinung nach sehr gut belegt sind mittlerweile. Deutlicher zu, dass weil wir den Ukrainern relativ viel Geld geben, sie... So ganz ehrlich, Sturmhaube, ich wurde auf Twitter, laut meinem Twitter hier gerade nicht getaggt. Ich habe dich unglaublich oft angetaggt, ich habe dich nicht gesehen.
Kann vielleicht sein, dass ich stumm geschaltet habe, weil du irgendwann mal was Dummes geschrieben haben könntest. Ich weiß es nicht. Ich habe auf Twitter eine Menge Leute, also jetzt nicht geblockt. Also blocken ist ja, was macht man ja nicht, sondern stumm geschaltet, damit ich nicht von ihnen genervt werde. Das kann sein. Muss ich mal gucken. Offensichtlich nicht arbeiten. Aber wir sollten schon hinschauen, ob es wirklich Bedürftige sind, die hier Anträge stellen, oder Menschen, die das halbe Jahr in der Westukraine verbringen. Es ist ja schon auffällig, dass die Erwerbsquote der Ukrainer in Deutschland nur 19% beträgt. In den Niederlanden sind es über 70%. So, Sie sagen, dass die Ukrainer vielleicht das halbe Jahr... Ja, das ist eine Debatte, die können wir führen, aber nicht jetzt. Also, ja, mag sein, wenn die Menschen halbe Jahr in der Westukraine sind, dann sind sie halt in der Westukraine. Dann sollte sich vielleicht die Ukraine um deren Sozialversorgung kümmern. Aber jetzt reden wir, also wie gesagt, das ist vielleicht ein real existentes Problem, darüber können wir gerne reden, aber dann sind wieder 10 Minuten, 15 Minuten von der Talkshow weg und wir kommen nicht zu den entscheidenden Punkten, die ich am Anfang genannt habe. Halbe Jahr in der Westukraine verbringen, haben Sie Belege dafür, haben Sie Zahlen dafür? Also ich habe nicht gesagt, die Ukrainer, sondern ich habe gesagt, dass ein Teil offensichtlich, ja, also es gibt ja, sag mal, ich weiß aus meiner Heimatstadt, da ist ein Haus gemietet worden, da war kein... Sag mal, Sturmhaube, wie heißt du denn auf Twitter? Wie heißt du denn auf Twitter? Schreib mal deinen Benutzernamen hier in den Chat, damit ich dich finden kann. Keiner da, da haben sich die Nachbarn gewundert, warum niemand da ist. Mhm. Da waren die Leute zu Hause, also in ihre Heimat gefahren. Ich weiß auch, dass es aus dem Jobcenter... Ich weiß nicht, ob ich ihnen stumm geschaltet habe. Also immer, wenn mir wer auf den Sack geht, dann schalte ich den halt immer stumm, weil ich halt nicht von Twitter genervt werden möchte, dass das nicht die ganze Zeit mir irgendwelche Benachrichtigungen schreibt von irgendwelchen Leuten, die mich nerven wollen. Aber, okay, dann immer wieder Beschwerden gibt, dass sie nicht erreichbar sind. Also, dass Menschen Bürgergeld beziehen und dann zurück in ihre Heimat gehen. Und es ist schon so, dass dort auch Vermögensprüfungen zum Beispiel, die man in Deutschland sehr, sehr akribisch macht, offensichtlich nicht so stattfinden. Ich will jetzt hier auch wirklich keine Generalverdacht. Aber setzen die Menschen natürlich unter den Verdacht, weil sie könnten ja auch sagen, wir machen es den Ukrainern kompliziert, weil wir ihre Abschlüsse nicht anerkennen oder weil wir sie alle in eine deutsche Prüfung bringen. Nein, was mich einfach nur ärgert, ist, dass man bei Teilen und bei bestimmten Gruppen überhaupt nicht hinguckt. Und dann macht man eine pauschale Debatte gegen das Bürgergeld, gegen die Erhöhung des Bürgergelds und sagt nicht dazu, wen das alles mittreffen würde. Wir haben zum Beispiel immer mehr Rentnerinnen und Rentner, die fallen in die Grundsicherung. Wenn das Bürgergeld, wenn die Erhöhung nicht kommt, dann heißt das auch, dass diese Rentnerinnen und Rentner, und das sind oft Menschen, die haben ihr Leben lang geschuftet oder sie haben vielleicht 3 Kinder großgezogen, dass deren Geld sinkt. Also, dass die noch nicht mal das bisschen Inflationsausgleich kriegen. Und ich finde auch die ganze Debatte, ich meine, wir haben eine Gesellschaft, wo sich am oberen Ende immer mehr Reichtum zusammenballt, wo richtig in den letzten Jahren auch noch mehr Vermögen entstanden ist. Wenn Sie jetzt Es geht so auf den Sack. Wie gesagt, jetzt verzetteln wir uns wieder mit dieser Debatte. Wie gesagt, das ist ein Problem, darüber können wir reden, aber nicht jetzt, wenn wir über diese großen Linien reden müssen. Wir müssen über die relevanten Probleme in unserem Land reden. Und ukrainische Flüchtlinge, ja, das ist definitiv ein Problem, dass so viele hier sind. Aber die sind eben hier, weil in der Ukraine Krieg herrscht. Der Westen muss endlich diesen Krieg beenden. Der Westen muss diesem korrupten Regime in Kiew endlich die Unterstützung entziehen. Da sollte Deutschland endlich mal einen ersten Schritt machen. Also den ersten Schritt haben ja schon kleine Länder wie Ungarn oder die Slowakei gemacht. Da müsste jetzt mal ein großes Land wie Deutschland nachziehen und sagen, bis hierhin und nicht weiter. Aber darüber reden wir jetzt nicht. Wir reden über einzelne Flüchtlinge, die vielleicht Sozialmissbrauch müssen wir uns die genauen Zahlen angucken. Aber das ist jetzt nicht das Thema dieser Talkshow. Es geht hier, wir sind total vom eigentlichen Thema abgekommen. Jetzt Thema unterbrechen. Ich möchte diesen Punkt zu tun. Also doch, das verstehe ich wirklich nicht. Wenn Sie sich angucken, die 500 reichsten Menschen in Deutschland haben zusammen ein Vermögen von 1.100 Milliarden. Die 500 reichsten, wenn Sie denen eine Abgabe von eine Solidaritätsabgabe von 5% zumuten würden, dann würden Sie 55 Milliarden einnehmen. Also ich meine, man kann ja auch mal über Reichtum reden. Die Mittelschicht wird immer stärker belastet. Der Normalbürger
hat eher eine Senkung in seinem Lebensstandard, er hat immer mehr zu kämpfen. Ganz oben geht man nicht ran und man redet immer über die, die sowieso schon ganz unten sind. Und ich finde, das ist ein gesellschaftliches Klima, das verroht unsere Gesellschaft, das vergiftet auch wirklich das Zusammenleben. Da wird eine Stimmung gemacht, die einfach Frau Wagner, vergiftet doch das Zusammenleben, wenn Sie im Prinzip der Ukraine, den ukrainischen Menschen, die aus Kriegsgebieten geflüchtet sind, pauschal unterstellen, die würden die Hälfte des Jahres. Das ist doch die Botschaft, die damit verbunden ist. Das ist die Methode des Populismus. Wir haben es ja hier vorhin eingeblendet bekommen. Und ich finde, ich wundere mich auch, Sie möchten also, dass die deutschen Behörden bei einem Menschen aus der Ukraine dann sozusagen die Vermögenslage daheim überprüfen. Sie wollen, dass der deutsche Staat, der ohnehin dünn gespannt ist bei seiner Personaldecke, gerade auf der kommunalen Ebene, wie sonst was, Sie wollen, dass diese Leute jetzt bei jedem ukrainischen Menschen gucken, was hat er denn zu Hause in Kiew oder was hat er denn zu Hause in Odessa auf dem Girokonto? Oder, also das ist doch, Entschuldigung, das ist Populismus. Ich habe darauf hingewiesen, dass man es bei Deutschen anders handhabt. Ich finde, es ist letztlich Nationalismus, muss man sagen. Es ist letztlich eine Zweiklassengesellschaft für Bürgergeldempfänger. Das muss man sagen. Sie sagen, die einen sozusagen den einen unterstellen Sie pauschal Faulheit und die anderen Ich sage das nur, wenn man große Töpfe hinstellt und wirklich gar nicht genau hinguckt, wer sich bedient, dann bedienen sich eben auch Menschen, die es nicht brauchen. So, und deswegen aber wer würde es denn brauchen von den ukrainischen Flüchtlingen? Die 19%, die hier arbeiten und die sich hier einbringen. Natürlich machen die auch. Domhaube, wo hast du mich denn angepinnt? Also ich gucke gerade auf dein Twitter-Profil. Wo hast du mich denn angepinnt? Ich sehe das gar nicht. Tag mich nochmal da, wo du meintest, was wichtig sei. Also ich sehe das gar nicht auf deinem Twitter-Profil. Und ich hatte dich übrigens tatsächlich stumm geschaltet. Das weiß ich jetzt. Ja, vielleicht, genau, Alleinerziehende oder ja, Menschen, die es in Ausbildung Es ist doch auffällig, wenn es eine derart niedrige Beschäftigungsquote. Also, Sturmhaube, ich glaube, du hast überhaupt keine Vorstellung, was in der Ukraine gerade passiert. Also, wenn du ein junger Mann bist, dann darfst du mittlerweile gar nicht mehr ausreisen. Wenn du eine Frau bist, die im medizinischen Beruf ausgebildet wurde, darfst du auch nicht mehr ausreisen. Also, die Menschen in der Ukraine müssen jeden Tag befürchten, dass die Regierung die Einzugskriterien noch weiter fasst. Also, du wirst da, wenn du ungefähr. Ungefähr in meinem Alter bist, dann wirst du da, wenn du nicht auf die Einberufung reagierst, kommen Leute vorbei, die geben den Schlag auf den Kopf, zerren dich dann in den Jeep, du kriegst eine Waffe in der Hand und kommst fast ohne Ausbildung an die Front. Du wirst dann da verheizt. Also das ist die Situation in der Ukraine. Und natürlich müssen wir Menschen, die da aus dieser brutalen Diktatur fliehen, die müssen wir natürlich aufnehmen. Also es ist strafbar, da versuchen auszureisen. Und das ist nichts, wo wir irgendwen hinabschieben können. Und wie gesagt, aktuell sind Frauen, die nur in medizinischen Berufen arbeiten, davon betroffen. Aber wer sagt, dass das nicht bald ausgeweitet wird? Also die ukrainische Regierung, die ist vollkommen verzweifelt. Die hat nicht mehr genug Soldaten, um sie an die Front schicken zu können. Die Ukraine hat ja sowieso schon eine unglaubliche Entvölkerung erlebt. In den letzten Jahrzehnten sowieso schon. Dann noch nach Kriegsbeginn noch mal eine erste Fluchtwelle. Weil in den Ostgebieten, die teils von Russland besetzt waren, sind viele Menschen auch nach Russland geflohen. Und jetzt hat die Ukraine keine Soldaten mehr, die sie verheizen kann. Also das ist absolut katastrophale Situation in dem Land. Da kannst du niemanden zurückschicken, erst recht keine jungen Männer. Also die werden dann nämlich sofort an die Front geschickt, wenn du die zurückschickst. Gibt, wenn es in anderen Ländern in Europa eine deutlich höhere gibt. Also es sind die gleichen Flüchtlinge aus dem gleichen Land. Da hatte ich trotzdem zwei Ergebnisse. Deutlich mehr in Beschäftigung sind. Mir ist das wirklich ein Anliegen, obwohl ich bin bei Herrn Südekum, dass wir eigentlich über die Haushalts reden sollten. Aber ich finde, so können wir die Leute zu Hause nicht mit der Information stehen lassen. Die Zahl stimmt. Nur etwa jeder fünfte Ukrainer, der da im Bürgergeld, also von denen, die sozusagen da sind, arbeiten, die anderen sind im Bürgergeldbezug. Was jetzt natürlich dazu gesagt werden muss, damit das nicht bei diesen Leuten abgeladen wird, ist, dass die politischen Maßgaben bis vor wenigen Wochen, bis das nämlich geändert wurde, so waren in Deutschland, dass wir erstens mindestens 9 Monate Sperrzeit hatten, bevor man Arbeit aufnehmen konnte, und dass in Bezug auf Integrationskurse und damit Spracherwerb Deutschland vereinfacht gesagt hat, wir wollen erstmal ein ziemlich hohes Sprachniveau von euch, bevor ihr auf den Arbeitsmarkt losgelassen werdet. Dass das auch begleitend gehen kann, dass man auch halbtags arbeiten kann und daneben den Sprach- und Integrationskurs machen kann, das wird jetzt künftig stärker der Fall sein, nutzt aber den vielen Ukrainerinnen und Ukrainern nicht, die ja offenkundig
im Frühjahr 22 hauptsächlich zu uns gekommen sind und da ja schon eine Weile da sind. Das war mir wichtig, dass wir jetzt hier nicht so tun, als würden da hunderttausende Ukrainer sitzen, die sich hier ein schönes Leben machen. Die befolgen die Regeln, die Politik hier aufgestellt hat. So, weil die halten sich daran, dass wir ihnen diese Forderungen offeriert haben. Zum einen die deutsche Sprache erstmal mit B10 zu können und zum anderen nachzuweisen, was sie eigentlich können und ihre Abschlüsse anerkennen. Was wir wirklich besprechen müssen, und ich versuche es nochmal, auch wenn es anstrengend ist, zusammenzufassen, kann man im Sozialen sparen, Herr Südekum, in ihrer, aus Ihrer Warte? Also, das jetzt ausgerechnet die, die ohnehin... Also, es ist unfassbar. Südekum hat gerade erläutert, dass sich Deutschland auch in Rezession zubewegt. Und jetzt fragt man, Britt-Inn, ob man ausgerechnet bei den Leuten sparen kann, die eine hohe Konsumquote haben. Es ist unfassbar. Also, wie gesagt, weg mit dieser Moderatorin. Das ist furchtbar. Am wenigsten haben, die Fehler dieser Regierung ausbaden sollen als erstes, kann man im Sozialen sparen? Erstmal kann man das nicht so kurzfristig. Also deswegen finde ich diese Debatte sehr merkwürdig. Wir müssen über jetzt erstmal den Haushalt 24 reden und die Konsequenzen aus dem Verfassungsgerichtsurteil. Und da ist aus meiner Sicht, habe ich ja schon gesagt, die einzig wirklich realistische Variante eben zu sagen, wir brauchen etwas mehr Zeit, wir brauchen diese Notlage auch auf Bundesebene, damit wir eben vernünftig auf dieses Verfassungsgerichtsurteil reagieren. Jetzt ordnen wir auch noch mal. Also 100.000 Arbeitslose in Arbeit und Asylbewerber, Flüchtlinge, Flüchtende weniger in Deutschland, ändern an der Haushaltslage überhaupt nichts. Nicht in einem nennenswerten Ausmaß. Also die Vorschläge... Ändern an der... Also... Was soll man dazu noch sagen? Also wenn wir den Leuten, die fast alles Geld für Konsum ausgeben, die also mit ihrem Konsum die Wirtschaft ankurbeln, wenn wir denen das Geld noch weiter zusammenkürzen, Geld, was eigentlich einen total hohen Staatsausgabenmultiplikator hat, wenn wir das der Wirtschaft entziehen, was passiert dann wohl? Das hilft doch dem Haushalt, oder? Also wie kann man so dumme Fragen stellen? Wie kann man so überhaupt nicht nachdenken? Die ist entweder komplett neoliberal indoktriniert, sie ist, ich will jetzt nichts unterstellen, oder sie ist einfach nur so blöd, wie man eben sein muss, um in so einen Job zu kommen. Also ich glaube, Moderatoren, die dürfen auch keine Qualifikation haben, die dürfen auch keine Ahnung haben von dem, worüber sie da gerade reden. Also wie kann man so eine Frage stellen? Also dass man etwa diese geplante Erhöhung beim Bürgergeld, dass man die jetzt nachträglich noch versucht zu kassieren, das würde so irgendwas zwischen 1 bis 2 Milliarden bringen, maximal. Und ich meine, das wäre ja Geld, wenn das wegfällt. Dieses Geld geht doch sofort in den Konsum. Ja? Das hier ist kein trockener Content, weil es gerade einer im Chat schreibt. Unser Land fährt gerade gegen die Wand. Wir werden gerade komplett deindustrialisiert. Die Wirtschaft bricht auf allen wichtigen Bereichen ein. Und Malbert-Ilda macht nichts als neoliberale Propaganda. Das ist kein trockener Content. Da könnte ich in den Luft springen, wenn ich sowas hier sehe. Also das ist kein trockener Content. Das ist Content, der einen wirklich unglaublich zur Aufregung zwingt. Also da würde ich, wenn ich sowas Dummem wie Dekadent oder Shoyoka zusehen würde, würde ich da fast schon ruhig gegen werden, weil es da nicht um so viel geht. Also Shoyoka mag viel falsch gemacht haben, aber sie ist wenigstens nicht schuld daran, dass die energieintensive Industrie gerade aus Deutschland abwandert. Also, ich habe gerade ein paar mehr Zuschauer bekommen, sehe ich gerade. Also, worüber ich hier gerade rede, worüber ich mich gerade aufrege, hier die zwei Grafiken, die ich rausgesucht habe, Produktion der energieintensiven Industriezweige um 20% eingebrochenen, im Vergleich zu der normalen Produktion, die sie eigentlich in den letzten Jahren immer hatte. Und die gesamte Produktion der Industrie seit 2018 mehr als 10% im Minus und sackt gerade immer weiter ab. Grundsätzliche Probleme bei der Schuldenbremse, Unternehmen sind Nettosparer, da werde ich vielleicht gleich nochmal drauf eingehen. Südekum redet gerade, Südekum sagt hoffentlich noch mehr sinnvolle Sachen, also beim Bürgergeld, da hat Maybrit Inne gerade so eine komplett bescheuerte Frage gestellt. Also was passiert, wenn wir Soziales noch weiter kürzen, also Leuten Geld wegnehmen, die dieses Geld sofort wieder ausgeben, die also eine hohe Konsumquote haben, die dafür sorgen, dass die Wirtschaft stark läuft. Könnten wir so nicht das Geld einsparen, anstatt vielleicht mal zu fragen, ob wir ob diese Aufrüstung so ganz sinnvoll ist oder ob die Ukraine-Hilfen so sinnvoll sind? Wie alt ich bin? 22. Ausgegeben im Einzelhandel, das heißt, wenn ich das jetzt kürze, hat es auch Makro... Ich habe das Video von Wohlstand für alle über Wagenknecht gesehen. Das ist der Artikel von Peter Schad, den die da rezipieren. Das ist nicht sonderlich gehaltvoll. Ökonomisch wieder problematische Effekte. Es gibt tatsächlich ein älteres Video von Wohlstand für alle über Migration, was wesentlich besser ist.
wo sie nicht so, ja, ich würde sagen, moralistisch daran gehen. Langfristig kann man über alles reden. Vieles, was Carsten Lindemann gesagt hat, da gehe ich ja mit, dass wir Reformen brauchen, um eben mehr Arbeit auch im Bürgergeld zu ermöglichen. Da gibt es jetzt gerade sehr gute Vorschläge, auch vom IFO-Institut. Da geht es aber eben darum, Zuverdienstmöglichkeiten zu schaffen. Also gerade das Dazuverdienen ist das echte Problem. Momentan ist es ja so, beim Bürgergeldbezug nur die ersten 100 Euro kann man sozusagen sofort netto für brutto behalten. Danach gibt es eine sogenannte Transferentzugsrate und die ist sehr hoch. Ja? Und, das ist ein schreckliches Wort, Transferentzugsrate. Das heißt, je mehr ich verdiene, ich bekomme umso mehr 30 kriege ich Cent abgezogen. Kann ich quasi behalten, 70 Cent sind weg, weil sie angerechnet werden. Und dieses Problem, das ist in dieser ganzen Breite dort extrem verbreitet. Es gibt dann eben auch ganz perverse Situationen, dass jemand 1 Euro brutto mehr verdient und am Ende netto weniger in der Tasche hat, weil er den Anspruch auf andere Sozialverleistungen, zum Beispiel Wohngeld, verliert. Und dass das so nicht bleiben kann, ist doch völlig klar. Da muss man natürlich ran. Das ist aber eine andere Art von Reform, als jetzt eben zu sagen, wir kürzen da bei den Ärmsten und gönnen denen ihre 60 Euro nicht, die sie jetzt bekommen sollen. So würde ich da rangehen. Und jetzt auch noch mal generell gesprochen. Carsten Lindemann hat ja gesagt, wir brauchen schnellere Planungs- und Genehmigungsverfahren, weniger Bürokratie. Das ist alles richtig, da bin ich voll dabei. Ja? Nur das schließt ja eben eine Reform der Schuldenbremse, die für investive Zwecke ausgerichtet ist, ja nicht aus. Das sind doch zwei Seiten der Sache. Oh Gott, es war so vielversprechend. Es war so vielversprechend. Und jetzt schon wieder die letzte Verteidigungslinie. Wieso zieht man sich ohne Not bis in den Burghof zurück? Also das kann doch nicht sein. Warum argumentiert man nicht mal ein bisschen offensiver? Die Unternehmen sind Netto-Sparer. Es gibt aktuell in keinem Industrieland eine Situation, wo der Staat sich zurückhalten könnte. In keinem Industrieland gibt es eine Situation, wo der Staat vernünftigerweise sagen könnte, so, ich spare jetzt mal, die anderen sollen sich mal verschulden. Die gibt es in keinem Industrieland. Wenn nicht, zeigt mir eins. Kann vielleicht noch eins, ja, ein oder zwei geben, wo Unternehmen noch Netto-Sparer sind, aber in keinem so viel, dass sie tatsächlich das Sparvolumen der privaten Haushalte ausgleichen würden. Die Industrieländer, die sparen können, die haben riesige Leistungsbilanzüberschüsse und das ist kein nachhaltiges Modell, die Verschuldung einfach aus Ausland abzuwälzen. Eigentlich sollten sich die Unternehmen verschulden, wenn sie das nicht tun, dann muss der Staat das machen. Das ist der Punkt. Wenn die Ausgaben für BIP-relevante Güter sinken, dann schrumpft das BIP, dann schrumpft die Wirtschaftsleistung, dann schrumpfen die Einkommen der nächsten Periode. Wenn die Einkommen der nächsten Periode schrumpfen, was passiert dann? Es kann weniger gespart werden. Das heißt, der Staat müsste sich eigentlich wieder verschulden. Aber ja, das heißt, wir haben in der nächsten Periode dann das Problem, was wir diese Periode eigentlich schon lösen könnten, aber dann halt mit einem geringeren Einkommen, mit einer geringeren Wirtschaftsleistung. Warum argumentiert man so defensiv und ja, wir sollten das für Investitionen ausgeben? Nein, wir sollten mehr Geld ausgeben, weil unsere Wirtschaft sonst nicht wächst, weil irgendwer Geld ausgeben muss. Eine Medaille. Wir brauchen beides. Wir brauchen bessere Prozesse und wir brauchen aber auch eine verlässliche Finanzierung von diesen Investitionen, auch über einen langen Zeitraum bis 2030 und darüber hinaus. Nur so können Unternehmen, Investoren auch die Planungssicherheit haben, zu sagen, wir investieren in Deutschland. Wir können nicht uns diesem Märchen hingeben, dass wir einfach nur Politik machen, die kein Geld kostet. Wir brauchen beides. Aber habe ich Sie richtig verstanden, dass das, was Herr Lindemann an Kürzungen vorgeschlagen hat, nach Ihrer Rechnung bis zu 2 Milliarden bringen könnte? Ja. Und wir reden über 17 Milliarden, die gespart werden. 30. Ich glaub, das sind aber der Rest, sozusagen die Differenz, sind ja die Projekte, die man finanzieren wollte. Aber das ist ja nicht etwas, was jetzt als konkretes Loch im Haushalt klafft, sondern das konkrete Loch, was definitiv da ist, sind 17 Milliarden. Mhm. Und der Rest sind Projekte, die man gerne machen will. Und ich finde, das konkrete Loch wird noch größer, wenn die Steuereinnahmen nächstes Jahr geringer ausfallen als erwartet. Also so genau kann man das eh noch nicht beziffern. Man wird wahrscheinlich eh Schulden machen müssen. Und wenn man versucht, dann so viel zu sparen, irgendwelche Tricksereien dann noch rumzukommen, also dann gibt das eine ganz große Katastrophe. Also es ist ja einziges Desaster, was die Politik hier gerade anrichtet. Wenn man sagt 17 Milliarden und dann hat man noch, und davon sind 2 schon mal weg, das ist ja jetzt nicht in die Hand gespuckt, oder? Also, das ist also es sind schon 30 Milliarden, 17 sind im Kernhaushalt und ungefähr 13 Milliarden, die betreffen, es geht auch um den Klimatransformationsfonds, ungefähr 13 Milliarden hätten in 2024 abfließen sollen für Investitionen und es ist jetzt fraglich, ob das passiert. Ja. Nochmal, aber das ist kein Haushaltsloch, über das wir jetzt sprechen. Doch, natürlich. Das sind Gelder, die eigentlich hätten abfließen sollen aus dem Klimatransformationsfonds, aus diesem Sonderfonds, aus diesem Nebenhaushalt, wenn man so will, die jetzt vermutlich... Also, man kann auch gar nicht makroökonomisch denken. Das ist kein Haushaltsloch, wenn da jetzt Ausgaben fehlen, die man verplant hat. Die hatte man ja nicht im Kernhaushalt verplant, sondern in diesem schönen Schattenhaushalt. Da tätigt man die jetzt eben nicht. Also was soll das schon für Auswirkungen auf die Wirtschaft haben, wenn die Unternehmen weniger Geld erhalten?
Die werden doch dann nicht ihre Produktion zurückfahren. Wir leben ja nicht in der Marktwirtschaft, wo sowas passieren könnte. Wirklich nicht abfließen. Und das sind ja gerade eben diese Zukunftsinvestitionen, um die es da auch geht. Mhm. Wo es übrigens einen politischen Konsens gibt. Das ist ja das, wo da hat kürzlich ja auch... Gott, was... Südekum, es hat so gut angefangen, du hast so gut argumentiert. Jetzt hast du dich gerade vom Burghof in den Keller des Burghofs zurückgezogen. Also, ja, wir müssen Investitionen tätigen. Nein, Zukunftsinvestitionen. Sag doch einfach, was die wirtschaftlichen Probleme sind. Wir sind in einer Rezession und jetzt muss der Staat Geld ausgeben. Wir haben riesige Probleme, wie gesagt, verrottende Infrastruktur, steigende Armut in allen Bereichen. Ja, es ist also es gibt genug Dinge, wofür wir Geld ausgeben könnten. Da müssen wir jetzt Geld aus. Also wir müssen Geld ausgeben wegen der konjunkturellen Situation, die sich auch nicht verbessern wird. Und da können wir jetzt nur noch fragen, wofür geben wir das Geld aus? Geben wir es für Waffen, für Rüstung oder ja, für Aktienrenten oder anderes bescheuertes Zeug aus oder für Steuersenkungen für die Reichen? Oder ja, bauen wir davon unsere Infrastruktur auf und sorgen dafür, dass das Armutsproblem, was wir haben, dass das verkleinert wird? Das ist die Frage. Und ich, ja. Wollen wir zusätzliches Geld ausgeben? Wir müssen zusätzliches Geld ausgeben. Und das muss man sauber argumentieren und dann nicht sich zurückziehen und nur für investive Ausgaben. Nein, wir sind in einer Rezession, wir müssen Geld ausgeben. Punkt. Wenn wir kein Geld ausgeben, dann werden wir ärmer als gesamte Volkswirtschaft. Dann verlieren alle. Auch Friedrich Merz gesagt, auch er ist dafür, dass in Dresden oder in Magdeburg die Investitionen. Ich bin ein absoluter Gegner der Aktienrente. Es gibt auf einem Video, Video sage ich schon. Es ist spät. Ich muss die Reaktion langsam mal beenden. Ich habe auf meinem Kanal auch schon mehrere Videos, wo ich das begründe. Ein Wirtschaftstalk, dann ein normales Video, dann noch ein normales Video, wie ich mich zu Lindners seltsamen Plänen zum Generationenkapital geäußert habe. Schaut da gerne mal nach. Ich habe auch einen einstündigen... Ich glaube, ich verweise euch darauf jetzt mal. Das könnt ihr, wenn ihr heute Abend noch was gucken wollt. Dann könnt ihr euch mein über einstündiges Video zur Aktienrente ansehen, wo ich mich mit einer wirklich furchtbaren Sendung von 13 Fragen auseinandersetze. Das Funkformat 13 Fragen, aber, welches wegen im... So, ja, die 13-Fragen-Analyse, Funk will uns für dumm verkaufen, heißt das. Schaut euch das gerne an, da nehme ich diese ganze Pro-Aktienrente-Argumentation komplett auseinander. Also das ist der größte Quatsch, den man überhaupt machen kann. So wie es im FDP-Programm steht, wäre das ein riesiger Schaden für unsere Volkswirtschaft. Das ist ein Zerstörungsprogramm unserer Rente und kein Programm, das irgendein Problem löst. Ganz im Gegenteil, die Aktienrente schadet eher unseren zukünftigen, der Höhe der zukünftigen Rentenzahlung. Und was ich noch sagen sollte, so wie die Ampel es aktuell machen wollte, also das hat sie ja jetzt wieder einkassiert mit dem Generationenkapital, wir nehmen Schulden auf, kaufen davon Aktien, ja, das ändert gar nichts gesamtwirtschaftlich. Also es ändert nichts Großartiges. Also was für Gefahren da sind, da bin ich auch in einem eigenen Video drauf eingegangen, aber es ist nicht so relevant. Wenn wir aber sagen, wir geben jetzt 2% unseres Einkommens in Aktien und nehmen wir dann zur Finanzierung der Renten, dann ist das gefährlich. Dann sorgt das dafür, dass wir in Zukunft weniger Rente haben. Da gehe ich in diesem Video auch drauf ein. Ich gehe da wirklich auf alle Argumente und Scheinargumente, die da kommen, ein und auf diese furchtbare Macher der 13-Fragen-Folge. Also das war wirklich reinste Propaganda, was uns Funk damals geboten hat. Ist jetzt auch schon 10 Monate her, wie ich sehe, also dass ich das Video hier gemacht habe. Aber schaut euch das gerne nochmal an. Es gibt auf meinem Erstkanal allgemein viele längere Videos, wo ich mir sowas häufiger vorgenommen habe. Schaut da bei meinem Erstkanal einfach gerne mal vorbei. Ich sehe es auch gerade, da verlinkt auch gerade Günni meinen Erstkanal im oder das Video im in den Kommentaren. Aber ja. Das, wie gesagt, schaut da gerne mal vorbei. Wir reagieren jetzt weiter auf die Schuldenbremse. Die Chipfabriken beispielsweise stattfinden, bleiben. Weil auch er anerkennt oder den strategischen, langfristigen Nutzen dessen, dass wir hier in einer zentralen Technologie selber produzieren und uns nicht nur auf den südostasiatischen Markt bedienen. Es geht nicht nur um das Geld, was jetzt wahrscheinlich nicht fließt, oder wir wissen es ja nicht, ob es fließt oder nicht. Die Verunsicherung als solches, das Unternehmen jetzt gar nicht mehr wissen, was ist eigentlich Sache? Kriege ich jetzt die Fördermittel, kriege ich sie nicht? Und bei den Haushalten ist es genauso.
Thema Heizungstausch. Kriege ich jetzt dieses Förderprogramm, mit dem ich eigentlich kalkuliert habe oder nicht? Das alleine hat ja dann für sich genommen dann auch noch mal ganz schädliche gesamtwirtschaftliche Effekte. Weil das ist Gift für Investitionen, solche Art von Verunsicherung. Wenn man in die internationale Wirtschaftspresse schaut, Politico, Schlagzeile, herbeifantasierte Schuldenkrise, Economist, perverser Akt der Selbstbeschädigung, wenn wir diese Schuldenbremse nicht reformieren. Frau Ammann, wenn man jetzt die internationale Presse mal so ein bisschen durchblättert, ist man nicht mehr so überzeugt, dass unmittelbar bei dieser Schuldenreform zu bleiben, bei dieser Schuldenbremse zu bleiben, so ein toller Weg ist. Ja, das ist ziemlich einhellig und das sind ja jetzt nicht gerade irgendwie die... Es ist ziemlich einhellig. Irgendwelche Journalisten schreiben das, da könnte ja was dran sein. Die Ökonomen, die uns das schon seit 20 Jahren erklären, dass es totaler Schwachsinn ist, sich solche Schuldenregeln in Verfassungen zu schreiben. Seit 30 Jahren, indem wir diese Maastricht-Regeln haben, erklären immer wieder Ökonomen, was für ein riesengroßer Schwachsinn das ist, solche Regeln aufzustellen. Ja, den hören wir mal nicht zu, die laden wir auch nicht in Talkshows ein, aber es steht in der internationalen englischsprachigen Presse. Also, denn wenn da was in diesen ganzen transatlantischen Zeitschriften steht, denen ich eigentlich wohlgesonnen bin, dann könnte da tatsächlich etwas dran sein. Also, ehrlich, diese Journalisten selber nachdenken, ist bei denen auch keine Option. Also, die müssen auch erst in irgendeine, amerikanische oder britische Zeitung gucken und dann wissen sie, was sie zu denken haben. Marxistischen Wochen. Hast du den Mixtalk von gestern gesehen? Fragt gerade einer im Chat. Nein, leider nicht. Ich war auch leider selber nicht dabei. Sonst hätte ich versucht, dabei zu sein. Sonst hätten wir da live drauf reagiert hier und ich hätte vielleicht versucht, beizutreten, wenn ich gestern Abend Zeit gehabt hätte. Ging leider nicht. Also, aber ich habe gesehen, dass Imp da war, dass Dara da war. Also, ihr könnt mir ja mal im Chat schreiben, ob es sich lohnt, darauf zu reagieren. Dann weiß ich, worauf ich als nächstes reagiere oder eben nicht. Also lohnt es sich, wurden da die zentralen Probleme angesprochen, also die Deindustrialisierung, die Zunahme der Armut, die Stagnation des Lohnniveaus, die sparenden Unternehmen, der Wirtschaftskrieg gegen Russland, die Eskalation von vielen Konflikten. War selber mit dabei als Kommentator oder als Streamer. Aber schreibt mal als Gast, also als Streamer. Du hast quasi was gesagt. Schriften oder so, sondern das sind Horte des Wirtschaftsliberalismus, diese Redaktionen. Also das ist schon bezeichnend, wie man da von außen sagt, so Leute, ihr sterbt in fiskalischer Schönheit und derweil geht eure Infrastruktur kaputt. Also da gibt es natürlich auch viele andere Zeitungen, könnte ich jetzt nennen, die das anders sehen. Das muss man. Michael Hüter, IW, sagt natürlich genau das andere, können wir auch nochmal hören. So, ich dachte, das JU-Magazin oder irgendwas. FAZ? Habe ich mich gerade ich spule jetzt nicht nochmal zurück, aber ich habe gerade FAZ gehört. In der jetzigen Form ist die Schuldenbremse. Da spricht gerade Sturmhaube George Friedman an, ja, absolut. Das ist seit, der erste Generalsekretär der NATO, der hat ja schon gesagt, das Ziel der NATO ist es, die Russen draußen zu halten, die Deutschen unten zu halten und die Amerikaner drinnen zu halten. Also das ist seit jeher das Ziel amerikanischer Politik. Bremse wie aus der Zeit gefallen. So, das ist einer, eben immerhin der Leiter des Instituts der deutschen Wirtschaft. Die wirkt wie aus der Divaz. Die wirkt wie aus der Zeit gefallen. Auch damals, hier, guckt euch die Statistik an. Hier, das ist die zentrale Statistik. Hier, 2009, da wurde die Schuldenbremse eingeführt. Das ist die zentrale Statistik. Die Unternehmen waren da schon, 7 Jahre fast schon. Ja, hier 2002 waren sie dann das erste Mal Netto-Sparer. 7 Jahre waren sie da schon Netto-Sparer, als der Unsinn eingeführt wurde. Und sie waren da Nettosparer. Die war schon damals aus der Zeit gefallen. Sie hatte schon damals nichts mit der volkswirtschaftlichen Realität zu tun. Also die hätte man schon damals niemals einführen dürfen. Niemals. Konnte leider nicht viel sagen wegen der Panik, die ich hatte, aber Mindestlohnerhöhung angesprochen, die von der SPD blockiert wurde. Das ist interessant, das ist gut. Das hätte ich auf jeden Fall auch angesprochen. Ja, das ist, aber wie gesagt, diese geopolitische Dimension, dass wir uns gerade mit Russland entzweien, dass völlig irre gerade China provoziert wird, also in einer Art und Weise, wie das keine rationale Regierung, die auch nur entfernt was mit nationalen Interessen zu tun hat, haben sollte, jemals tun würde. Also diese Provokationen, die da gerade gegen China geschleudert werden,
Vor allem dieses Gerede von einem systemischen Rivalen, der China angeblich sei, also das ist ja wirklich völlig irre. Das ist noch irrer als das, was da gerade gegen Russland betrieben wird. Also das sollte man auf jeden Fall auch ansprechen. Also ihr könnt ja mir erzählen, ich habe doch gerade im Chat gefragt, antwortet mir doch mal. Wurde das im Mixtalk gestern angesprochen oder ging es da nur um, ja, um Nebensächliches, wie wir hier gerade bei Maybrit Illner gesehen haben? Wirtschaft in Köln. Sie haben... Der das schon immer gesagt hat, nicht nur jetzt. Der das schon immer gesagt hat. Und dann ist hier die Substanz der Frage. Sie erinnert mich in dieser Sekunde an Wolfgang Schäuble, der natürlich auch gesagt hat, dass die Schlampigkeit der Finanzplanung dieser Ampel zu Recht bestraft wurde und dass das der CDU sicherlich nutzen wird. Aber der vor ihrer Fraktion auch darauf aufmerksam gemacht hat, dass der Spielraum jeder zukünftigen Regierung, auch einer CDU-geführten, mit diesem Urteil enorm eingeschränkt ist. Ich hoffe, zitiere richtig. Genau. Also eigentlich haben wir doch jetzt die Klarheit und Ehrlichkeit, die wir brauchen. Also in Wahlkämpfen, also diese Regierung hat zu viel versprochen. Jetzt kommt das Gericht und sagt... Ja. Alter, überlegt euch das mal. Unsere Wirtschaft stürzt gerade ab. Wir erleben eine Deindustrialisierung epischen Ausmaßes. Wir erleben wie eine Massenverarmung der Bevölkerung. Und Lindemann, ja, die Regierung hat zu viel versprochen, wir sollten jetzt noch mehr einsparen, scheißegal, was das für unsere Wirtschaft bringt. Also dieses Land ist auf Selbstmordkurs. Also ich kann mir auch dieses Gerede hier nicht mehr anhören, das hat ja wirklich gar nichts mit der Realität zu tun. Setzen und mit dem Geld auskommen. Das hat das Gericht überhaupt nicht gesagt. Doch, nein. Stopp. Nein, hat es nicht. Stopp. Lindemann lügt hier einfach. Ich habe mir das Urteil angesehen, da stand drin, die Bundesregierung darf halt nicht Gelder, die für Corona freigeben, fürs Klima verwenden und zweitens... Na, die Bundesregierung darf nicht Gelder von 2021, 2022 sich genehmigen. Das hätte sie 2021 tun müssen. Das waren die zwei Kritikpunkte. Wenn die Bundesregierung einfach ganz normal die Schuldenbremse ausgesetzt hätte, dann hätte sie das auch gedurft. Das ist politische Interpretation. Okay, politische Interpretation. Das heißt in Zukunft... Das ist einfach eine dreiste Lüge. Das ist politische Interpretation. Die liefern sich hier gegenseitig die Stichworte und ihr unsinniges Gelaber irgendwie... sinnvoll erscheinen zu lassen. Oh Gott, also das wäre was, wo die Moderatorin mal reingehen könnte und sagen könnte, nein, das stand nicht im Urteil, das ist einfach Quatsch, das ist keine Interpretation, das ist eine Lüge. Müssen wir ehrlicher Wahlkämpfe machen. Mhm. Das Problem ist aber, die werden sich einigen. Die sitzen Sonntagabend zusammen, gehe ich mal von aus, weil Montag die Sitzung ist immer das gleiche Schema. Sonntagabend Koalitionsausschuss, Montag geht die Sitzungswoche los, Sonntagabend einigt man sich, irgendwie kriegt man das Geld zusammen. Und ich sage Ihnen, das Kernproblem bleibt. Der Kanzler muss sich die Frage stellen, ob er es kann. Ich bin nicht mehr der Überzeugung, dass er es kann, weil er sich wegduckt. Als wären Sie es jemals gewesen, Herr Lindemann. Nein, wir haben ja ganz am Anfang, als Sie gestartet sind mit der Ukraine-Krise, haben wir Sie unterstützt. Es ist einfach so, ARD... Die CDU ist in allen wesentlichen Fragen auf Linie. Der Stellvertreterkrieg muss laufen. An der Front sollen weiterhin Russen sterben. Lindsey Graham hat ja gesagt, das ist das beste Geld, das wir jemals ausgegeben haben. Mittlerweile äußert er sich auch anders. Ich meine, mittlerweile ist die Position in den USA ja nicht, dieser Krieg sollte langsam mal enden, sondern mittlerweile ist die Position in den USA wirklich, ja, der Krieg ist vielleicht ganz gut, dass da Russen sterben, dass wir Russland schwächen, aber das kostet schon ganz schön viel. Wir haben da schon so viel bezahlt. Sollen mal ruhig jetzt die Europäer machen. Also das ist die Position, die man jetzt gerade in den USA hat. So. Gott, also ihr habt es gehört, die CDU unterstützt die Regierung gerade in allen relevanten Belangen. Zu Beginn der Ukraine-Krise haben wir sie unterstützt, das war gerade sein Wortlaut. Die Deutschland trennt heute, 80% vertrauen ihm nicht, sind nicht zufrieden. 80%, solche Werte hatten wir nie. Und 70% der Bevölkerung wählen nicht CDU. Oder sogar noch mehr. Wir haben Verantwortung übernommen. Wir hatten 10 Jahre Wachstum. Wolfgang Schäuble hat die... Wir hatten 10 Jahre... Oh Gott. Gott. Also erstmal hatte Europa eine der niedrigsten Wachstumsraten von allen großen Wirtschaftsräumen. Und zweitens hat das deutsche Wachstum maßgeblich darauf beruht, Lohndumping zu machen und Leistungsbilanzüberschüsse gegenüber den südeuropäischen Staaten zu erzielen. Das deutsche Wachstum hat die Euro-Krise mit ausgelöst, weil es ein Wachstum war, was zulasten unserer europäischen Partner ging. Das ist ein zentraler Zusammenhang, den jetzt ein kompetenter Moderator, ich weiß nicht, wo es sowas gibt, also im öffentlich-rechtlichen Staatsfunk hier auf jeden Fall nicht,
wo der mal reingrätschen könnte. Aber ja, was rede ich mir? Also sowas macht doch hier kein Moderator. Schuldenbremse nicht nur nicht eingeführt, beziehungsweise er hat sogar die schwarze Null ins Leben gerufen und die auch gelebt. Mhm. Und deswegen ist das für... Ja, wir haben unsere europäischen Handelspartner über den Tisch gezogen und uns hier dann auf die Schulter geklopft, dass wir keine Schulden machen und den Griechen dann irgendwelchen brutalen Sparprogramme aufgeheizt. Das war total tolle Politik. Also es ist für uns eine DNA. Also ehrlich, mit dieser politischen Elite, die sich hier selber einen runterholt darauf, dass sie die europäische Einigung ruiniert hat in den letzten 15 Jahren. Also die kannst du echt in die Tonne kloppen. Diese ganzen Altparteien müssen weg. Die haben unser Land ruiniert, die haben das vereinte Europa kaputt gemacht. Also wegen denen ist die EU in dem Zustand, in dem sie gerade ist. Das ist einfach nur erbärmlich. Also weg mit diesem ganzen politmedialen Komplex, der gerade unser Land hier in... Ich sollte keine zu radikalen Worte reden, sonst werde ich hier auf Twitch am Ende noch gesperrt. Aber ja, weg mit diesen ganzen Altparteien. Das ist ja furchtbar, was der Lindemann da gerade macht. Ich will nur sagen, wie viele Schattenhaushalte gibt es? 30? Beginn 1956. Moment, die werden aber jedes Jahr neu abgerufen. Hier ist Geld in den Keller gelegt worden, Schuldengeld, sage ich mal, und das nächste Jahr wieder rausgeholt. Das ist was anderes. Ich will Ihnen nur sagen, Sie werden im Januar hier eine Sendung haben. Die Unzufriedenheit ist groß. Das ist jetzt so ein kleines Thema. Ich sage es nochmal, diese Ampel hat kein gemeinsames Fundament. Ich will mich mit draufregen, schreibt Zeller gerade. Ich weiß nicht, wie lange die Sendung hier noch läuft. Also, wir haben gerade, also im Original müsste es schon vorbei sein. Ja, ich glaube, ich hole dich heute Abend nicht mehr mit rein. Das würde jetzt, wir können ja morgen oder übermorgen nochmal schreiben, falls ich streame. Und schreibe ich dir vorher nochmal, dann hole ich dich, dann streamen wir vielleicht mal zusammen, Zeller. Keine Erzählung. Und dieses Land darf nicht 2 Jahre so weitermachen. Es kann irgendwann einen Kipppunkt geben. Und wenn wir den, ja, wenn wir weiter Sparpolitik machen und genau das fordert die CDU hier ja gerade. Überschreiten, kommen wir danach nicht mehr zurück. Wir haben das Thema Wirtschaft. Die Wirtschaft steht am Abgrund, der Mittelstand, die Energie. Ja, die Wirtschaft steht am Abgrund. Was sollte man da machen? Geld ausgeben und Zinsen senken, sofort. Energieintensiven Unternehmen hauen ab. Unternehmer sagen zu mir, das Beste, was ich machen konnte, ist meinen Laden abzuschalten. Die energieintensiven hört dieser Mann sich selber zu. Eben gerade hat er noch gesagt, bei der Ukraine-Krise standen wir am Anfang auf ihrer Seite. Ja, was hat denn dafür gesorgt, dass die Energiepreise hier so explodiert sind? Dieser bescheuerte Wirtschaftskrieg gegen Russland. Dieser Wirtschaftskrieg gegen Russland. Man kann nicht sagen, ich kritisiere, dass die energieintensive Industrie abhaut und dann sagen, ja, der Wirtschaftskrieg gegen Russland, den finde ich doch ganz gut. Das widerspricht sich. Also man muss diesen Wirtschaftskrieg ablehnen, wenn man die energieintensive Industrie hier behalten will. Ich bin froh, dass meine Kinder was anderes machen. Wir haben das Thema Migration. Ja, aber und wenn ich da nicht eine Ampel habe, die einen Fahrplan hat. Wer kennt sie nicht? Die Regierung Merkel mit ihrem klaren Fahrplan in der Migrationspolitik. Alles dafür getan, um Syrien mit zu destabilisieren und dort die Bevölkerung zur Abwanderung zu zwingen. Und dann komplett planlos, als mal 2 Millionen dieser Migranten dann hier nach Europa geschwappt sind. Also das war ja, das war ja die Regierung Merkel. Es muss ja keine Vision sein. Und am Ukraine-Krieg, da trägt Merkel durch dieses verputschte Minsk-II-Abkommen mit Schuld dran. Also Merkel hat ja heute schon zugegeben, dass das nur dazu gedacht war, um der Ukraine Zeit zu kaufen, um sie weiter mit westlichen Waffen, westlicher Militärhilfe aufzurüsten, damit sie im Krieg gegen Russland gewappnet ist. Es war nie dazu gedacht, einen dauerhaften Frieden mit Russland anzustreben. Also das hat Merkel mittlerweile ganz offen zugegeben, der damalige ukrainische Präsident Poroschenko genauso. Also nach diesem Vertrauensbruch, welcher russische Präsident sollte jemals wieder auf den Westen hören? Also es muss ja absolut irrational aus russischer Perspektive jetzt sein, mit dem Westen nachhaltigen Frieden anzustreben. Also muss man ja auch mal sagen. Also Merkel ist schuld mit, also auf jeden Fall mit Schuld daran, dass wir heute so viele Flüchtlinge aus der Ukraine haben. Sie ist auch mit Schuld daran, dass wir so viele Flüchtlinge aus Syrien hier in Deutschland haben. Und Afghanistan, okay, das war damals Bush, der da maßgeblich mit einmarschiert ist. Das hätte man, ja, Deutschland hat auch mitgemacht. Können wir auch sagen, das war damals noch Schröder, der da mitgemacht hat. Aber Merkel hat nie Anstalten gemacht, daran irgendwas zu ändern an dieser katastrophalen Politik. Wir haben Afghanistan 20 Jahre besetzt gehalten. Merkel ist erst mit abgezogen, als die USA gesagt haben, wir ziehen ab. Komplett planlos. Also die CDU hatte nie einen Plan, nie.
sondern die dieses Land mitnimmt. Ja. Dann kommt irgendwann ein Punkt, da komme ich nicht mehr zurück. Und deshalb muss diese Ampel die grundsätzliche Frage beantworten, hat sie die Kraft, dieses Land 2 Jahre nach vorne zu führen? Das kann man mit einer Vertrauensfrage machen. Wenn sie gewonnen wird, braucht es einen Plan. Wenn sie verloren wird, dann muss die Bevölkerung entscheiden. Das haben Sie zu Beginn der Sendung gesagt. Und dann ist aber sie, na, richtig, Sie machen Sparvorschläge, unter anderem beim Bürgergeld. Das hatten wir. Sie sagen, das ist eine Steuerreform. Minimal ist was, ein paar hundert Millionen. Oder lass es, Südekum hat vorhin gesagt, wenn die Grenzerhöhung verzichten würden. So was ja, ja, diese Erhöhung ist ja mehr oder weniger nur ein Inflationsausgleich, was eine komplett bescheuerte Debatte ist, dann wären das 1 bis 2 Milliarden. Ui, wir reden hier von 60 Milliarden, nicht von 1 bis 2 Milliarden. Und wir reden von einem Land, das gerade in der Rezession ist, wo also deutlich mehr als diese 60 Milliarden zusätzlich ausgegeben werden müssten. Geben soll und kritisieren die Steuerreform von Christian Lindner. Da wird jetzt mit 14 Milliarden insgesamt soll die kalte Progression bekämpft werden. Sie sagen, Sie kriegen eine What else? Was hast du denn zum Ukraine-Krieg gesagt im Mixtalk? Erzähl mal. Steuerreform für alle Bürger. Ich wollte ja mal eine kurze Zusammenfassung, was im Mixtalk passiert ist. Ich lese gerade deinen Kommentar. Das war: Lohnt es sich, darauf zu reagieren oder lohnt es sich nicht, darauf zu reagieren? Des Landes hin. Ist das nicht das eigentliche Problem? Jeder freut sich natürlich über eine Steuersenkung. Aber dass wir denen, die es wirklich brauchen, etwas geben. Also da sind wir bei dem Gedanken von Frau Wagenknecht. Bekommen... Ja, jetzt reden wir schon wieder über... Ich bin gerade irgendwas umpfeffert. Also es ist... Ohne diese Moderatorin hätte diese Talkshow vielleicht eine inhaltliche Qualität haben können. Also der Kühnert und der Linnemann, da hätte man einen von beiden, oder und die Amann, da hätte man 2 von 3 weglassen können. Die 3 reden ja eh so ziemlich das Gleiche. Also da hätte man die Wagenknecht, den Linnemann und den Südekum nebeneinander gesetzt, die 1 Stunde diskutieren lassen ohne Moderator. Die Diskussion wäre wahrscheinlich qualitativ eine bessere gekommen. Also du hast gesagt, dass der Krieg beendet werden soll. Toll, toll. Wurde da irgendwas zu gesagt? Wurde da mal drüber debattiert? Also das ist ja eine wichtige Frage. Diese absolut bellizistische deutsche Außenpolitik, die auf Krieg und Eskalation, egal wo in der Welt setzt, ob in Syrien, in der Ukraine, in Israel jetzt, also überall in der Welt. In der letzten Zeit eben eher die Gießkannenvorschläge, große Mehrheiten politisch, und hat es zu wenig politische Entscheidungen gegeben, die tatsächlich die Bedürftigen getroffen genau. haben. Genau, das ist das Zukunftsthema schlechthin. Sie müssen in einer Krise für die Schwachen, die sich nicht selbst helfen können, müssen sie mit voller Wucht da sein. Wir haben allein 1,8 Millionen Erwerbsgeminderte in Deutschland. Sie müssen gleichzeitig die Krise nutzen, um die Reformen zu machen, die es braucht. Mhm. Beim Bürgergeld zum Beispiel, dass wir sagen... Na, ich höre gerade, dass... Ich weiß immer noch nicht, ob ich auf den ARD-Mixtalk reagiere. Ich glaube, das können wir dann nächstes Mal im Stream spontan entscheiden. Oder ich überlege es mir vorher nochmal. Das klingt jetzt nicht sonderlich vielversprechend. Also ja, schauen wir nächstes Mal. Sagen, dass jemand, der Bürgergeld erhält und arbeiten kann, auch arbeiten gehen muss. Und alle anderen brauchen die Unterstützung. Und drittens braucht dieses Land Orientierung. Aber Frau Illner, Sie haben einen Punkt. Ja. Wir können in Zukunft nicht mehr alle... mit Subventionen vollpumpen, sondern wir müssen uns konzentrieren auf die wirklich Bedürftigen. Nehmen Sie mal das Klimageld, 300 Euro. Ja, zum Beispiel diese bedürftige Rüstungsindustrie. Warum haben wir über die eigentlich noch nicht geredet? Da wollte Frau Wagenknecht gerade vorhin ansetzen. Sie wurde, glaube ich, abgewürgt, wenn ich mich recht entsinne. Euro für alle. Das braucht niemand hier am Tisch. Niemand. Das ist jetzt aber auch schon ein bisschen her. Ja, aber das ist sein erstes Beispiel. Also ich erkläre mal kurz das Klimageld. Ich erkläre mal kurz das Klimageld. Also die Regierung erhebt gerade eine CO2-Steuer. Eigentlich wurde uns von den Grünen versprochen, die Einnahmen, die wir durch diese CO2-Steuer haben, die sollten komplett auf die Bevölkerung wieder ausgeschüttet werden. Das würde im Endeffekt dazu führen, dass die, die ein bisschen höheres Einkommen haben, die ein bisschen mehr Konsum haben, die also auch ein bisschen mehr CO2 ausstoßen, dass die ein bisschen drauf bezahlen würden. Und die Ärmeren, die logischerweise in kleineren Wohnungen leben, die ein bisschen weniger Konsum haben, die würden unterm Strich gewinnen. Also das wäre die Auswirkung. Klimageld, das wäre also Pauschalzahlung kombiniert mit der CO2-Steuer. Und es würde letztendlich tatsächlich, es wäre keine schlechte Idee, es würde dafür sorgen, dass diese CO2-Steuer nicht mehr die Armen so stark belastet. Also es wäre eine sehr, sehr gute Idee. Es wäre die Bedingung dafür, dass man so eine CO2-Steuer überhaupt machen könnte, ohne dass das sozial mega ungerecht wäre. Also das wäre überhaupt die Bedingung, dass wir ein Klimageld hätten, wo wirklich alle Einnahmen der CO2-Steuer wieder an die Bürger ausgeschüttet werden.
Und jetzt argumentiert dieser CDU-Kasper hier, dass ja, wir sollten doch die CO2-Steuer erheben, das Geld einkassieren und das dann beispielsweise im Rüstungshaushalt packen. Dafür ja, argumentiert Lindemann hier gerade. Also wir sollten den Bürger schon mit der CO2-Steuer abzocken. Jedes Mal, wenn die tanken beispielsweise oder wenn sie heizen, egal ob die jetzt eine Alternative haben oder nicht, die CO2-ärmer ist. Und dann sollten wir uns das Geld in eine Tasche stecken und das dann für Sachen ausgeben, die wir ganz sinnvoll finden, wie beispielsweise Aufrüstung. Das ist Lindemanns Vorschlag hier gerade. Also das ist die Position der CDU. Also wer diese Partei für eine Alternative hält, dem ist nicht zu helfen. Also wenn ihr von der Ampel unzufrieden seid, wählt nicht CDU. Das möchte ich euch, also bei wem das noch nicht ganz durchgekommen ist, ich habe das jetzt schon einige Male gesagt, dem sei es jetzt nochmal gesagt, wählt nicht die CDU, wählt keine der katastrophalen Ampelparteien. Weil auch andere Gaspreisbremse, ja, muss man sich auch überlegen in Zukunft. Ja. Braucht das wirklich jeder oder nur diejenigen, die... Sturmhaube, du hast keine Ahnung. Das wurde schon vor längerer Zeit ideologisch vorbereitet. Ihr sagt vielleicht das Quasi-Theorem etwas. Also seitdem wird das ideologisch vorbereitet. Das ist schon sehr viel länger an Universitäten diskutiert worden, bevor es dann auf die in der Realität angewendet worden ist. Und vor 20 Jahren, das ist lustig, damals wurde über den Emissionshandel in der EU diskutiert. Das heißt, vor 20 Jahren, da gab es genau diese Diskussion und da wurde exakt so ein Instrument eingeführt, nicht halt als Steuer, sondern als Emissionshandel, also noch bescheuerteres Instrument. Bei so einem Emissionshandel, da kann der Preis heute bei 5 € oder bei 50 Euro liegen, da kann kein Unternehmen vernünftig mit planen, das ist noch verrückter als eine CO2-Steuer, noch unplanbarer, das da lieferst du ja diesen Preis noch den Finanzmärkten aus, dann können da noch Spekulanten extra Profite mitmachen. Also es ist noch bescheuert als die CO2-Steuer. Das ist ja 2005, wenn ich mich recht entsinne, eingeführt worden. Also der Zeit vor 20 Jahren, die du hier gerade beschreibst, da wurde das, was du ja gerade gesagt hast, da hast du eine Diskussion verpasst. Die lief genau vor 20 Jahren. Dass man Luft also jetzt nicht besteuert, sondern mit diesen Zertifikaten belegt. Also noch schlimmer als besteuert. Ja, aber ich glaube, diese Denke brauchen wir. Das ist ein guter Punkt, weil die Zuschüsse für die E-Auto-Infrastruktur, die Zuschüsse für die Energie, also jetzt Gas- und Strompreisbremse, das hat ja auch jeder bekommen. Ja, beim E-Auto ist das Problem, dass wir uns fokussieren auf das E-Auto, ist ein Riesenfehler. Schon wieder ein Fehler. Ja, ist ein Riesenfehler, weil wir dadurch... Die Apokalypse kommt, Sie sind sich nur noch nicht einig, von welcher Seite sie kommt, aber sie kommt auf jeden Fall. Ein Satz zum Schluss. Ich glaube, dass wir in diesem Land mal wieder darüber reden müssen, wie wir Aufbruch und Erneuerung organisieren. Dass wir den Mehltau hier... Ja, da sollten wir, ja, Mehltau, da sollten wir auf jeden Fall drüber reden, beispielsweise, indem wir die Alpenparteien endlich verschrotten. Indem wir diese gesamten Alpenparteien endlich abwählen und dann eine neue, vernünftige, linke Regierung wählen. Also, ja, was, ich sehe, ihr wisst es ja von mir, ich sehe aktuell nur eine Partei, die ist noch nicht gegründet, das ist die Wagenknecht-Partei, die gedenkt, etwas zu ändern, die gedenkt an diesen ganzen Problemen, die wir in diesem Land haben, etwas zu ändern, aber... Diese gesamte Altpartei, diese gesamten Altparteien, Grüne, FDP und die zwei Heinis, die hier sitzen, SPD und CDU-Generalsekretäre, die hier sitzen, die müssen alle weg. Die haben unser Land in diese Situation gebracht, die müssen alle weg. Mit denen ist kein Aufbruch mehr möglich. Hier an Lethargie und Pessimismus. Nee, das will mal wieder Aufbruch und nicht immer dieses negative, pessimistische. Das müssen sie machen. Aber sie haben doch selber das Horrorszenario gerade gemacht. Horrorszenario. Also. Ich zeige die Statistik nochmal für diejenigen, die vergesslich sind. 20% Produktionseinbruch in den energieintensiven Industrien. In der normalen Industrie geht es schon seit 2018 bergab. Und in der energieintensiven Industrie, also die mit dazu beigetragen hat, dass die Produktion relativ stabil war, auch nach Corona noch, da geht es noch viel deutlicher bergab. Das ist die Situation, die wir in diesem Land haben. Und ja, frag mich, woher der Pessimismus kommt. Der hat... Wie ihr seht, überhaupt nichts mit der Realität zu tun. Überhaupt nichts. Sie sorgen mit der Ampel dafür, dass dieser Pessimismus in Deutschland einhergeht. Also ich glaube, sag mal, wir sind uns ja relativ einig, dass die Ampel eine extrem schlechte Regierung ist. Ich würde sagen, die schlechteste, die Bundesrepublik jemals hatte. Trotzdem muss man sagen, dass was die CDU dagegen setzt, sag mal, die grundlegenden Fehlentscheidungen der Ampel haben sie ja immer mitgetragen. Sie tragen mit, dass im nächsten Jahr zum Beispiel 90 Milliarden alleine für Rüstung ausgegeben werden. Was tragen Sie eigentlich? Und da frage ich mich auch, wieso redet eigentlich keiner darüber? 20 Milliarden Aufwuchs
Nachwuchs im Verteidigungshaushalt. Ich bin auch dafür, dass die Bundeswehr in der Lage ist, unser Land zu verteidigen. Ach so, aber nicht investieren. Dass man dafür 90 Milliarden braucht, die noch dazu in extrem intransparenten Verfahren... Dazu kommen wir gleich. Wagenknecht spricht hier einen sehr interessanten Punkt an. Ich habe jetzt hier mal... Verdammt! Wir kommen, glaube ich, gleich zu dem Punkt. Ich hatte gerade Auftragseingänge für die Industrie gesucht. Jetzt, verdammt, ich wollte den Auftragsindex. Über den Tresen gehen. Wir hatten mal einen Verteidigungshaushalt noch 2018, der war so bei 40 Milliarden. Wir haben dieses Jahr einen, der ist nach NATO-Kriterien bei 68 Milliarden. Nächstes Jahr 90 Milliarden. Das sind irre Aufwüchse. Das in einer Situation, wo man sich... Sie wollen investieren, aber kein Geld in die Hand nehmen. Wir vielleicht nicht gerade in Waffen und Kriegsgerät, vielleicht doch lieber in Brücken und Straßen. Wir haben doch gerade gesagt, die Bundeswehr müsste Schienen. Unterstützt werden. Ja. Ich will, dass die Soldaten warme Socken haben, also das wird ja immer gesagt, und dass sie Nachtsichtgeräte haben, die funktionieren, aber ich will keine... Also Wagenknecht hat ein Video dazu gemacht, da zeigt sie unter anderem, dass die Rüstungsindustrie ja über 50% zusätzlich verdient im Vergleich zu dem, was eigentlich angemessen wäre, weil beispielsweise Verträge verhandelt werden, wo die Rüstungsindustrie einfach nachträglich sagen kann, so, das kostet jetzt mal doppelt so viel. Also so sind die Verträge, die der Staat abschließt, also es ist ein Subventionsprogramm, was in korrupten Kanälen versickert. Das ist diese Aufrüstung, die wir da gerade sehen, sowohl für die deutsche Rüstungsindustrie als auch für die amerikanischen Konzerne, bei denen wir uns jetzt mit tollen F-35-Kampfjets beispielsweise versorgen wollen. Also das ist eine einzige Korruption. Anders kann man es nicht nennen. Das ist breit angelegte Korruption. Aber keine intransparenten Waffen. Keine Verträge Socken, keine mit der Rüstungsindustrie, wo wir zu irrsinnigen Summen Panzer kaufen, haben, die funktionieren, aber nicht fahren und nicht. Wagenknecht hat völlig recht. Wir kommen gleich zu Ihren weiteren Aufträgen, sage ich schon. Hier seht ihr die. Den Auftragseingang im verarbeitenden Gewerbe. Und ihr seht, der Index war 2017, also kurz vorm Hoch, bei ungefähr 110, ohne Großaufträge ähnlich hoch. Heute ist er bei 95, kann man ungefähr sagen. 95 ohne Großaufträge, sogar 96, also ein klein wenig höher. Also auch mehr als 10% eingebrochen. Ähnlich wie die Produktion, auch der Auftragseingang mehr als 10% eingebrochen, und im Gegensatz zu den Hochs, die wir nach Corona hatten, also ihr seht hier, während Corona eingebrochen, nach Corona wieder stark erholt, auch 15% minus. Also der Auftragseingang ist nach Corona, hat sich stärker erholt als tatsächlich die Produktion. Während Corona konnte auch teilweise nicht produziert werden, und von dem Auftragspolster lebt unsere Industrie auch jetzt, aber das Auftragspolster, das baut sich gerade ab, und in anderen Bereichen wie dem Wohnungsbau, da sieht es auch nicht besser aus. Vielleicht kommen wir dazu nach. Ich weiß nicht, wie lange die Talkshow noch geht. Jetzt sprechen wir erstmal über Einsparungen in der Rüstungsindustrie, aber das ist die Situation. Also die Produktion geht runter, der Auftragsbestand geht runter, also die Produktion der Zukunft, also der jetzige Auftragsbestand, der bestimmt, was in Zukunft produziert wird, sieht nicht gut aus. Nicht fliegen, und das ist dann wieder das Argument, dass man noch mehr Geld dafür ausgibt. Da ist die CDU aber voll dabei. Sie haben auch immer unterstützt diese völlig irre Sanktionspolitik. Ich meine, dass die Energiepreise so hoch sind, hat ja etwas damit zu tun, dass wir uns hier selber richtig... Ja, jetzt kommt ein neues Thema, weil man diese ganzen relevanten Sachen nicht unterbringen konnte, weil man hier über irgendwelches politische Klein-Klein oder über Bürgergeldempfänger, die ein paar hundert Millionen zu viel kriegen, reden musste, anstatt über die großen Linien, da wo wirklich Geld verschwendet wird, da wo gerade wirklich unsere Wirtschaft zerstört wird. Ich meine, wenn die Industrie schrumpft, dann brechen natürlich auch die Steuereinnahmen ein. Das sollte denen, die hier jetzt rumjaulen, dass wir irgendwelche Schuldenregeln nicht einhalten, auch mal klar sein. Und wenn im Verteidigungssektor Geld verschwendet wird, dann ist das völlig egal. Also dann muss natürlich genug investiert werden. Aber wer redet von unserem kaputten Schienen- oder Straßennetz oder unserem maroden Gesundheitssystem oder dem Zustand der deutschen Schulen? Also niemand redet davon. Aber die Rüstungsindustrie, auf die lassen wir nichts kommen. Also Bürgergeldempfänger, da guckt man das letzte Geld, was man irgendwie zusammenkratzen kann. Die sollen so schlecht behandelt werden, wie es irgend geht. Aber die Rüstungsindustrie, die Arme, da darf man auf keinen Fall einsparen.
Also selbst wenn da Jahr um Jahr neue Rekordgewinne eingefahren werden angesichts der aktuellen Aufrüstung, dann darf man auf keinen Fall Einsparungen vornehmen. Ins Knie schießen seit zwei Jahren. Das ist doch ein Problem. Waffen. Wir könnten doch wir sind auf jetzt die Energiepreisbremse beim... verzichten, wenn die Energie billiger wäre. Das ist ein politischer Aschermittwoch. Das ist jetzt gerade... Minuten und kann einmal über alles reden, wo man so, Lust hat. Und nein, das geht tatsächlich ja nur nicht. Dass nicht. Nein, wenn man einen Wirtschaftskrieg gegen Russland führt, dann sollte man zumindest alles dafür tun, um die Schäden in Grenzen zu halten. Also beispielsweise durch Energiepreisbremsen. Wenn man das nicht will... Wenn man nicht dazu bereit ist, die wirtschaftlichen Maßnahmen zu ergreifen, um die Schäden eines solchen Wirtschaftskrieges in Grenzen zu halten, dann ist das nochmal ein Grund mehr, so einen Krieg nicht zu beginnen. Also mal abgesehen davon, dass es eh eine bescheuerte Idee ist, solche Wirtschaftskriege zu beginnen. Aber wenn man nicht mal bereit ist, die Schäden in ertragbaren Grenzen zu halten, wenn man sagt, ja, ich beginne jetzt diesen Wirtschaftskrieg, ich fahre unsere energieintensive Industrie an die Wand, liebes Volk, wie ihr mit den wirtschaftlichen Problemen klarkommt, seht selbst zu. Wenn man das sagt, dann ist das ja eine... Ja, das ist wirtschaftlicher Selbstmord, was die Bundesregierung da gerade macht. Und das muss man kritisieren dürfen. Das müsste schon viel früher angesprochen werden müssen. Also man kann Wagenknecht nur loben, dass sie hier endlich mal die großen Linien anspricht. Weil wir jetzt nicht auch noch die große Frage stellen wollen, ob das ein sinnvoller oder nicht sinnvoller Krieg ist, den Putin... Okay, ich lasse sie mal fortsetzen. Das ist Arne Böses. ...den gegen die Ukraine da führt. Es Der Westen beginnt einen Wirtschaftskrieg gegen Russland. Ich rede ja jetzt mal vom Ukraine-Krieg, obwohl Wagenknecht davon nie gesprochen hat. Oh Gott. Also wirklich, diese Moderatorin muss weg. Das ist ja wirklich übelste Propaganda, was die uns gerade auftischt. Das ist ja genauso schlimm wie das, was ich letztens bei Anne Will gesehen habe. Die kannst du alle über einen Kamm scheren. Furchtbar. Es ist allerdings, Frau Ammann, für diese Regierung natürlich ein Tabu, das erstens unbedingt in die Verfassung, in die Verteidigungsfähigkeit unseres Landes gezahlt werden muss und dass es endlich eine verteidigungsfähige Bundeswehr braucht. Verteidigungsfähig? Ja, gegen wen sollen wir uns denn verteidigen, wenn Liechtenstein vielleicht die Großinvasion plant? Oder ja, vielleicht wollen die Dänen ja auch die Teile von Schleswig-Holstein zurück, die sie im dänisch-preußischen Krieg verloren haben, 1860ern verloren haben, die sie nach dem Ersten Weltkrieg nicht vollständig zurückerhalten haben. Ja, das wird's sein. Also ganz ehrlich, erzähl uns mal, gegen wen müssen wir uns verteidigen? Welches unserer Nachbarländer plant demnächst eine Invasion auf Deutschland? Also das ist so albern, es ist so absurd, worüber hier debattiert wird. Und es ist völlig klar, dass es eine Unterstützung für die Ukraine weitergeben muss. Und es ist völlig klar, dass wir diesen Stellvertreterkrieg am Laufen halten müssen. Am Ende wird es ja sein, dass keine Menschen mehr sterben. Und die Ukraine wieder aufgebaut wird. Das wäre ja furchtbar. Und am Ende könnte es ja so auch dazu bekommen, dass hier in Deutschland die Politiker Oberwasser bekommen, die fordern, dass wir wieder Handel mit Russland treiben. Und da die billige Energie herausgezahlt. Nein, also sowas geht auf keinen Fall. Wir müssen immer schön Krieg führen, immer ja neue junge Generation verheizen, möglichst weiter Krieg führen. Die Geschäfte der Rüstungsindustrie müssen laufen. Die Interessen der USA müssen bedient werden, wenn man was anderes macht. Also das geht gar nicht. Das geht außer Frage, dass so eine Politik gemacht werden muss. Sehen Sie eine Gefahr, dass das bröckelt? Ja, ich sehe absolut eine Gefahr, dass das bröckelt. Und da spielen. Hör dir mal Stimmen in Polen an. Die sind richtig beleidigt von uns, fordern schon wieder Billionen. Die können gerne Billionen Reparationskosten fordern, die bekommen sie halt nicht. Aber ja. Natürlich Personen wie Sie eine entscheidende Rolle, weil, Entschuldigung, ich fand das jetzt wirklich erhellend, wie Sie gerade hier aufgetreten sind. Also, zumal Polen ja eines der Länder ist, was wirklich großzügigst entschädigt wurde. Also nach dem Ersten Weltkrieg wurde Polen überhaupt erst auf ehemals deutschem und russischem Gebiet gegründet. Vorher gab es nämlich überhaupt kein Polen. Nach dem Zweiten Weltkrieg haben die ganz Ostpreußen geschenkt bekommen und da wurde dann größte Teile vom Ostpreußen, einen ganz kleinen Teil, den hat sich die Sowjetunion dann noch gekrallt, also den Teil im Königsberg. Polen hat dann Ostpreußen bekommen und da die deutsche Bevölkerung vertrieben, um da Polen anzusiedeln. Also das war die polnische Politik nach dem Zweiten Weltkrieg. Also in Griechenland, also ein Land, was wirklich nicht gut entschädigt wurde, da jetzt noch Reparationen fordert, würde ich sagen, ja, können wir drüber reden. Aber Polen? Polen wurde mit Land entschädigt. Also Polen hat riesige, eigentlich deutsche Gebiete bekommen.
Bundeswehr muss gestärkt werden, sie muss finanziert werden. Aber nicht in dem Ausmaß. Also das heißt, sie muss in der Lage sein, unser Land zu verteidigen. Jetzt wurde ein erster finanzieller Beitrag geleistet, dass die Bundeswehr in der Lage ist, das Land zu verteidigen. Gegen wen müssen wir uns verteidigen? Nennt mir irgendein Land, was plant, uns anzugreifen. Außer jetzt vielleicht Polen. Also die fordern Reparationen. Also da müssen wir, ich würde sagen, da sofort 100 Milliarden in die Bundeswehr und die anderen. Ja, ja. Verteidigen wieder, langsam in ein paar Jahren. Das ist Frau Wagenknecht zu viel. Und sozusagen, man robbt sich an der. Ja, den Deutschritterorden würde ich jetzt auch nicht so positiv sehen. Also, der hat auch viele Massaker in der Region begangen an den Stämmen, die da vorher gelebt haben. Aber das liegt ja noch ein bisschen weiter zurück. Also ja. Das NATO-Ziel heran. Sie sind eigentlich gegen die NATO, haben aber, glaube ich, auch noch nie den NATO-Austritt gefordert, sicherheitshalber, weil dann nämlich einige Leute in Ihrer neuen, noch nicht existierenden Partei total ausflippen würden. Also ich habe von Ihnen noch nie irgendwie gehört, raus aus der NATO. Ja, raus aus der NATO, das könnte Bank nicht. NATO, aber Sie sind gegen die NATO. Also ich finde, dass ich bin. Die NATO sollte durch ein europäisches Sicherheitsbündnis unter Einfluss Russlands ersetzt werden. Das ist ein Beispiel, wie das ist eine populistische Thema. Nummer, die Sie hier fahren. Nein, das ist keine populistische Nummer. Und da fragen Sie. Ja, Wagenknecht ist für eine europäische Friedensordnung. Hauke Ritz und Ulrike Gero, also das ist jetzt nicht von Wagenknecht, sondern von den beiden haben beschrieben, wie man das zustande bringen könnte. Erstmal Waffenstillstand in der Ukraine und unabhängig, wie man die Ukraine dann genau aufteilt, wie man den Status dann genau regelt, das zu einem Teil einer neuen europäischen Friedensordnung machen, die über bilaterale Abkommen zwischen der Eurasischen Union und der EU hergestellt wird. Also eine langsame Wiederannäherung zwischen Eurasischer Union und EU. Das ist laut Meinung von den beiden, von Hauke Ritz und Ulrike Gero, die haben das in ihrem Buch Endspiel Europa vorgeschlagen, die realistischste Option, um zu einer langfristigen Friedensordnung in Osteuropa zu kommen. Also wenn so die direkte Verhandlung mit Russland über NATO-Beitritt, über ein direktes Sicherheitsbündnis unter Beteiligung Russlands, die sind durch den Ukraine-Krieg doch in weite Ferne gerückt. Das heißt, am realistischsten wäre es tatsächlich, Abkommen zwischen der EU und der Eurasischen Union, in der ja auch nicht nur Russland drin ist, zu schließen, um Abrüstung hinzukriegen, um eine gemeinsame Friedensordnung in Osteuropa herzustellen, um da die Einflusszonen abzudecken, um vielleicht auch festzulegen, welche Länder neutral sind. Also bei solchen Ländern wie der Ukraine, wie Georgien, Moldawien, die auf der Kippe stehen, da könnte man ja auch sagen, die sind neutral, da herrscht ein Interventionsverbot von beiden Seiten. Wir regeln auch diese Territorialkonflikte, die es da gibt. Also das könnte man ja machen. Also ich glaube, es ist doch kein. Aber die, was bei den Leuten hängen bleibt, ist, es gibt. Also Dummerhaube, ich würde das mal leicht anzweifeln, dass China auf dem Stand von vor 2000 Jahren wäre, wenn die Japaner, also vor allem die Japaner, vorher waren ja die Europäer mit da nicht alles nur so klein geschlagen hätten. Also das würde ich mal zumindest leicht in Zweifel ziehen. Irgendwie zu viel Geld für die Bundeswehr und das geht auf. Und auch der Nahe Osten, der sähe heute wahrscheinlich wesentlich besser aus, wenn es den europäischen Kolonialismus da nicht gegeben hätte. Also der war ja vorher unter osmanischer Herrschaft und ja. So, ich rede eher von Afrika. Ja, Afrika, da gab es ja keine Großreiche. Also Kolonialismus war ja vor allem da erfolgreich, wo es keine Großreiche gab, die sich dem erfolgreich entgegenstellen konnten. Also Indien beispielsweise, da ist ja das Mongolreich zerbrochen, bevor die Briten da ihre große Eroberungskampagne gestartet hatten. Und deswegen konnten die Briten sich das so einfach untertan machen, weil sie die regionalen Könige gegeneinander ausspielen konnten, beispielsweise. Also in Afrika, da hattest du ja sowieso. Ja, es gab in der afrikanischen Geschichte immer mal wieder Großreiche, aber zu der Zeit, wo die Europäer da eingefallen sind, ja, Abessinien hattest du da vielleicht noch. Abessinien hattest du da vielleicht noch ein Reich, was Widerstand leisten konnte, aber sonst konntest du dir das halt relativ leicht unterteilen. Wir brauchen jetzt nicht nur vom Kolonialismus anfangen. Also ich glaube, wir reagieren weiter auf die Sendung hier, sonst reden wir hier morgen noch. Unsere Kosten und der kleine Mann wird geschröpft deshalb. Ja, aber und das reden wir doch mal im Ukraine, darüber, wie Verteidigung, wie Beschaffung im Verteidigungswesen auf der faulen Haut und liegen. Ja, was soll man zu Armann jetzt sagen? Strohmänner gegen Wagenknecht, um nicht über die wichtigen Probleme reden zu müssen. Deswegen unterstellt man Wagenknecht irgendwas, was sie nie gesagt hat. Also wie gesagt, über eine europäische Friedensordnung sollte man vielleicht mal eine eigene Talkshow machen. Macht man natürlich nicht. Uns auf der Tasche. Und das führt auch dazu, dass der Rückhalt für die Ukraine bröckelt natürlich, weil die Leute sagen, wie lange sollen wir das noch finanzieren? Wie lange können wir uns das noch leisten? Dass aber Russland mit seinem Angriffskrieg auch eine Bedrohung für uns ist, auch für natürlich die westlichen Demokratien. Ja,
deswegen sollten wir endlich Frieden mit Russland schließen. Deswegen sollten wir endlich uns mit Russland ins Benehmen setzen und Kompromisse schließen. Osteuropa, also die Einflusszonen abstecken, damit es eben zu solchen Kriegen nicht mehr kommt. Demokratien, das wird dadurch natürlich total ignoriert. Aber bei Ihnen ist das ja ohnehin. Es gibt einen Punkt, Frau Wagenknecht, machen wir es doch mal so. Es gibt einen Punkt, da ist die... Den letzten Satz möchte ich jetzt noch mal hören. Sie hat irgendwas mit Demokratie gesagt. Natürlich die westlichen Demokratien, das wird dadurch natürlich total ignoriert. Aber bei Ihnen ist das ja ohnehin. Ja, es gibt auch Lauen Haut wie Beschaffung im Verteidigung. Liege auf seinem Angriffskrieg auch eine Bedrohung für uns ist, auch für natürlich die westlichen Demokratien. Russland ist eine Bedrohung für die westlichen Demokratien. Also beispielsweise so eine Demokratie wie in der Ukraine, wo, wer Selenskyj kritisiert, 15 Jahre in den Knast gesteckt wird oder unter Hausarrest gestellt wird und dann auf die Todesliste vom ukrainischen Geheimdienst kommt und dann kommen, irgendwelche SPU-Leute oder faschistische Milizen bei einem Zuhause vorbei, verprügeln einen, drohen einen mit dem Tod. Also das ist westliche Demokratie. Was soll man dazu sagen? Ich sehe gerade ganz viele rote Fäuste im Chat. Proletopia hat mich gerade geradet. Grüße an Proletopia. Danke für die ganzen Leute, die du mitgebracht hast. Ich habe gesehen, ihr hattet heute einen Talk mit Skuros. Seid gegrüßt, liebe Fans von Proletopia. Wir reagieren hier gerade auf Maybrit Illner, wo es um die Schuldenbremse geht, um das aktuelle Haushaltschaos. Und das zentrale Problem, das zeige ich euch nochmal, die Unternehmen sind in Deutschland Nettosparer, die Unternehmen legen Geld zurück, die Unternehmen investieren nicht, sondern sie sparen. Und in so einer Situation hat man einen Anschlag auf die Verfassung, einen Anschlag auf unsere wirtschaftliche Situation gemacht, einen Anschlag auf unseren Wohlstand, indem man die Schuldenbremse ins Grundgesetz geschrieben hat. Eine völlig irre Regelung, die da nichts zu suchen hat, die dafür sorgt, dass der Staat keine rationale Haushaltspolitik machen darf. Seht euch die Grafik an, die Unternehmen sind Nettosparer in Deutschland seit 20 Jahren mittlerweile schon. Eine absolute Katastrophe. Und in dieser Situation hat die Große Koalition damals gesagt, so, wir schreiben jetzt unsere Idiotenprojekte, unsere idiotischen neoliberalen Ideologieprojekte in die Verfassung. Darüber debattieren wir gerade und die wichtigen Linien, die wurden natürlich nicht angesprochen. Sarah Wagenknecht, Jens Jüdekomm haben es manchmal versucht zu erwähnen, dass wir, wie katastrophal die Situation in Deutschland ist. Ihr seht, die Produktion in der Industrie mehr als 10% geringer als 2018. Die Produktion in der energieintensiven Industrie sogar 20% geringer. Wo waren wir? Auftragseingang im verarbeitenden Gewerbe. Hier auch mehr als 10%, fast 15% geringer als 2018. Ist auch eine absolute Katastrophe. Also wir rauschen in den Abgrund und die Regierung tut alles dafür, um das noch weiter zu verschärfen durch die irre Sparpolitik, die sie gerade betreibt. Das ist die Situation, über die wir gerade reden. Weiter im Text. Das wird dadurch natürlich total ignoriert, aber bei Ihnen ist das ja ohnehin... Unternehmen bauen Rücklagen auf. Es gibt einen Punkt, Frau Wagenknecht, machen wir es doch mal so, es gibt einen Punkt, da ist die SPD offensichtlich nicht nur gefühlt, sondern de facto auf ihrer Seite, nämlich die Steuern... Ja, welche Mikrofon? Also, hört sich mein Mikrofon komisch an, weil es gerade einer im Chat schreibt. Das müsste doch, also du bist der Erste, der sich heute beschwert. Zu erhöhen für besonders Reiche. Und das hat Herr Kühnert von sich aus jetzt nicht in die Debatte geworfen, aber ich frage nochmal danach. Mit welcher Verve glauben Sie, dass Sie das durchbekommen? Und sehen Sie irgendeine Chance davon, dazu, dass es einen nennenswerten Beitrag zur Auflösung dieser Haushaltskrise sein wird, die Steuern für die Reichen zu erhöhen in diesem Land? Gut, dann müssen Sie die Frage. Das kommt nicht. Christian Lindner hat es abgelehnt. Punkt. Es wird nicht kommen. Es ist eine Blendgranate. Also nur Steuern für die Reichen können wir erhöhen. Und die SPD würde das auch nicht machen, wenn sie alleine regieren würde. Also SPD und Grüne, für die es vergessen haben, die haben 2000 die Steuern für die Reichen massiv gesenkt, den Spitzensteuersatz, die Unternehmenssteuer. Der Unternehmenssteuersatz hat sich in Deutschland von den 90ern bis in die 2000er halbiert. Der Unternehmenssteuersatz lag in Deutschland bei 60%, war einer der höchsten weltweit. Die Unternehmen waren netto Schuldner zu der Zeit. Heute sind sie netto Sparer, wo der Unternehmenssteuersatz sich halbiert hat. Also da sieht man auch mal, dass solche Unternehmenssteuersenkungen gar nicht dazu führen, dass die Unternehmen mehr investieren würden, sondern ganz im Gegenteil. Auch die Investitionsquote der Unternehmen, egal ob man sich jetzt Nettoanlageinvestitionsquote oder Bruttoanlageinvestitionsquote anguckt, gesunken. Sie ist gesunken. Also es ist eine einzige Katastrophe in diesem Land. Wo die Steuern für die Reichen wurden gesenkt und die Unternehmen investieren nicht mehr. Und das von der SPD. Und die SPD, die fordert jetzt, wir sollten die Steuern für die Reichen erhöhen in der Situation, wo sie genau weiß, sie wird das nicht durchbringen. Die SPD verkauft uns alle für dumm, so wie sie uns immer für dumm verkauft. Wie das beim Mindestlohn war, wie das immer ist.
Das ist eine absolut verlogene Partei und wir können jetzt nochmal hoffen, dass Südekum oder Wagenknecht da gleich reingrätschen. Denn das ist ja einziges Trauerspiel. Also, dass Kühnert hier ja uns für dumm verkaufen will. Frage wahrscheinlich eher denjenigen stellen, wo Sie erwartbar davon ausgehen können, dass die in der Regierung nicht ganz so überzeugt davon sind. Das sind insbesondere die Liberalen. Ja, bitte, dann. Christian Lindner mit seiner großen Freude auf euren Parteitag. Super. Hier ist er. Die SPD hat das volle Recht, das ganze Wochenende Steuererhöhungen zu fordern und zu beschließen, weil sie eine eigenständige Partei ist. Aber es werden keine Steuererhöhungen mit der FDP in dieser Koalition beschlossen werden. Das heißt, redet ihr nur, es wird keine Steuererhöhung in dieser Koalition geben. Das heißt, solange Herr Lindner mit Ihnen gemeinsam regiert, wird es keine Steuererhöhungen geben. Am Ende. Hatte ich gerade gesagt, total lächerlich. Also wir lassen jetzt Kühnert auch nicht mehr reden. Er verkauft uns für dumm. Lasst euch nicht für dumm verkaufen. Das kann ich euch, glaube ich, nur. Er durfte auch schon viel mehr reden als Wagenknecht und Südekum. Also kein Wunder. Also die beiden, die hier außen sitzen, Wagenknecht und Südekum, die was Sinnvolles gesagt haben in dieser Talkshow, die durften relativ wenig reden. Lindemann und Kühnert, vor allem Kühnert, die durften relativ viel reden. Erzählen nur Unsinn. Was soll man dazu noch sagen? Also wir lassen jetzt hier seine Propaganda auch gar nicht abfahren. Also das ist mir zu dumm, ganz ehrlich. Also was soll man dazu noch sagen? Ja, den Bundeskanzler, die SPD regiert jetzt seit 98. Wir sind ja nicht eine Präsidialdemokratie. Ja, aber sie... Die SPD regiert seit 98, absolut richtig. Und damals hat sie die Steuern für die Reichen gesenkt. Die SPD ist dafür verantwortlich, dass wir heute so geringe Steuern für Reiche haben. Wir regieren jetzt hier wirklich seit über 20 Jahren mit einer kurzen Unterbrechung. Und es war immer die ganze Zeit so, dass der Normalbürger, die Mittelschicht, eher stärker belastet wurde, die oben eher weniger. Deswegen ist es einfach unglaubwürdig. Im Übrigen hat auch Herr Lindner gelogen. Es stimmt ja gar nicht, dass es keine Steuererhöhung gibt. Also im nächsten Jahr steigt die Mehrwertsteuer auf Gas, auf Heizwärme, bei der Gastronomie. Es steigt der CO2-Preis, die Mautreform. Das sind insgesamt Erhöhungen von 23 Milliarden, die Bürgerinnen und Bürger, und zwar vor allem wieder die mit kleinem und mittleren Geldbeutel, aufbringen müssen. Also wenn Lindner überall rumtönt, keine Steuererhöhungen, ist das zutiefst unehrlich. Die normalen Einkommen sind allerdings von uns im Soli entlastet worden, zahlen die EEG-Umlage seit dem letzten Jahr nicht mehr. Der Mindestlohn ist eingeführt worden, bei dem Sie sich übrigens beide enthalten haben. Werden gerade die Preise wieder steigen. Also Wagenknecht ist absolut antiglobalistisch, für die, die es gerade im Chat schreiben. Wurde. Wo sich die Menschen nicht wehren können. Ist schon ein bisschen bunter und also es wird der Strom noch mal teurer, es wird das Gas noch mal teurer. Wir haben den Gedanken verstanden. Sie haben es günstiger gemacht, Entschuldigung. Ja, und jetzt wissen wir, wo die Preise letztes Jahr gewesen sind. Wir haben die Gaspreise zuerst verzwanzigfacht durch unseren bescheuerten Wirtschaftskrieg, dann haben wir die Steuer ein bisschen gesenkt und jetzt, wo die Gaspreise nicht mehr ganz verzwanzigfacht haben, sondern nur noch verdreifacht, vervierfacht, jetzt hauen wir die Steuern wieder drauf. Was wollen Sie eigentlich? Was soll man zu dieser Partei noch sagen? Beginnen einen Wirtschaftskrieg gegen Russland, dann, als die Gaspreise so extrem hoch sind, senken sie ein bisschen die Steuern, jetzt wo die Gaspreise immer noch überhöht sind. Jetzt senken sie die Steuern, jetzt erhöhen sie die Steuern wieder aufs alte Niveau und sagen, was wollt ihr denn eigentlich? Wir haben die doch gesenkt. Also, ey, Volksverarsche in Reinform. Weg mit dieser Partei. Wir sind ganz kurz nochmal bei der Verunsicherung, Frau Ammann, zu der natürlich wirklich tatsächlich beigetragen wird, weil man sich überhaupt keinen Reim darauf machen kann als normaler Bürger, was man im Lichte des nächsten Jahres eigentlich haben wird. Was wird weggenommen, was wird an Preisen steigen? Also Wagenknecht ist gegen die EU, Wagenknecht ist gegen die NATO, Wagenknecht ist gegen die wokistische Ideologie, Wagenknecht ist gegen zusätzliche Migration. Willst du noch irgendwas, wo sie antiglobalistisch ist? Wagenknecht ist gegen die Deindustrialisierung unseres Landes, was ja auch dem internationalen Finanzkapital mehr Kontrolle hier in Deutschland geben würde. Also wie antiglobalistischer kannst du bitte sein? Also da, ich will jetzt nicht auf diesen Punkt so komplett eingehen, aber egal welchen, also Globalismus ist ja ein breites Feld, worüber man da genau debattiert. Der Begriff, wen ich nicht kennt, der kommt von Ulrich Beck. Man könnte den ja wirtschaftlich mit Freihandelsideologie übersetzen, aber kulturell steckt da ja noch ein bisschen mehr dahinter. Beispielsweise diese Woke-Ideologie, die wird häufig als globalistisch betrieben. Diese, ja, wie gesagt, diese westlichen Werte, dieser ja westliche Werteimperialismus, wir müssen jetzt der ganzen Welt hier unsere Regenbogen-Ideologie aufzwingen, das wird auch als globalistisch betrieben. Also kann man jetzt viel differenziert drüber reden, über dieses Thema. Da möchte ich jetzt nicht so en Detail drauf eingehen, aber zeigen, welche Situation werde ich rund um meinen Arbeitsplatz haben. Das ist nicht berechenbar für die Bürger in diesem Land. Was glauben Sie, wie spät kann man da mit einem Plan um die Ecke kommen? Tja, also ich finde, wenn man die
muss man einfach so sagen, die Arroganz und die Kälte hört, mit der Herr Lindner über seinen Koalitionspartner spricht. Da muss man sich wirklich, also einerseits versteht man dann, warum die Einigung doch ganz schön länger dauert als geplant. Ja, wieder über seinen Koalitionspartner, also lösch dich. Also die Spiegelfrau hier, die braucht man nicht ansehen. Also, drei Seiten eingebaut. Es ist mir einfach zu dumm. Sorry, ich sag dazu nichts mehr. Schreibt gerade einer, das Parteisystem ist fake, vollkommen egal, wen man wählt, wir bleiben versklavt, absolut. Die Altparteien, absolut, aber ich hoffe, dass es mit der Wagenknechtpartei anders wird. Ich hoffe, dass es mit der Wagenknechtpartei anders wird, das sehen wir dann. Gemauert und könnten sich was Einfacheres wünschen, auch als Generalsekretär vielleicht. Naja, ich würde mir natürlich bessere Umfragewerte für meine Partei wünschen. Alter, jetzt sind wir schon wieder im parteipolitischen Klein-Klein. Ich hasse solche Talkshows. Aber das mal beiseite gelassen, das tut jetzt hier gar nichts zur Sache. Ich bin auch einfach Demokrat und mache mir Gedanken darum, wie das in unserer Demokratie weitergeht. Das wird eher der Normalfall in Zukunft sein, dass drei Parteien, manchmal auch mehr, Regierungen zusammenbilden müssen. Bin ich jetzt erfreut über das, was ich von unserem Koalitionspartner gerade gehört habe? Nee, können Sie sich denken. Aber ich bin dafür, dass wir eine Demokratie haben, in der Leute wie Herr Lindner und Leute wie ich, zumindest mal für eine Zeit, wenn es die Mehrheiten nicht anders hergeben, zusammen in der Koalition sein müssen, damit die Sachen vorangehen. Beim nächsten Mal kämpfe ich leidenschaftlich dafür, dass wir andere Mehrheiten haben. Aber ja, da hat es gerade einer im Chat, solche Talkshows haben minimalen Erkenntnisgewinn. Absolut, ich habe es ja am Anfang gesagt, das ist eigentlich Volksverdummung. Und hier hat man mal zwei Leute eingeladen, die wirklich wissen, wovon sie reden. Nämlich Wagenknecht und Südekum. Und Südekum, der hat sich ja vor allem zur konjunkturellen Lage geäußert. Und das, was er da gesagt hat, Deutschland ist in der Rezession. Also ich hätte mich noch schärfer ausgedrückt. Der Flassbeck, den eingeladen hätte, der hat sich wahrscheinlich auch noch schärfer, noch deutlicher ausgedrückt. Aber stimmt. Man hat da schon mal das wesentliche Problem benannt, hat das auch ökonomisch gut begründet, hat auch all diesen Einwänden, oh, wir könnten ja beim Sozialen sparen, das bestimmt alles gut, hat die entkräftet, also ja. Aber dieses Politikergewäsch, das, also eigentlich hätte ein vernünftiger Moderator hier den Kühnert und den Lindemann ausbremsen müssen und von denen klare Antworten fordern müssen. Und Wagenknecht und Südekum mal ausreden lassen, denn die haben ja sinnvolle Sachen gesagt. Kühnert und Lindemann reden, ohne was zu sagen, aber ja. Ihr habt Lindner dann einfach reden lassen und das dann immer wieder auf solche, ja, den Diskurs immer wieder auf solche unwichtigen Themen, auf solche Ablenkungsdebatten geführt. Das war das Problem. Deswegen, ohne, ich hab's schon gesagt, ohne Maybrit Illner wäre diese Debatte hier, hätte die wahrscheinlich eine höhere Qualität gehabt. Weil Lindemann und Kühnert dann nicht immer wieder auf diese parteipolitische Klein-Klein zurückgeworfen worden wären, sondern weil sie dann, ja, sich tatsächlich vielleicht mal zu den Thesen von Wagenknecht oder Südekum hätten äußern müssen. Aber die Moderatorin hat wirklich Angst dafür getan, damit sie das eben nicht tun müssen. Aber ich bin dafür, dass das geht. Weil ich habe gesehen vor 2-3 Wochen, wie doch hoffentlich wir alle, was bei unseren Nachbarn in den Niederlanden passiert ist. Wenn Parteien wegen Haushaltsstreitigkeiten oder weil jemand sich einen kleinkarierten Vorteil erhofft, eine Regierung aufkündigen und die lachenden Dritten sind am Ende die Rechtsradikalen, bei denen jetzt jeder Zweite in den Niederlanden sagt, ich kann mir vorstellen, dass der Typ an der Spitze, der genauso rechtsradikal wie immer in seiner Geschichte ist, dass der jetzt noch Ministerpräsident wird. Ich will sowas nicht in Deutschland. Und deswegen... Ich will kein Land, in dem ein Kanzler, also in dem ein SPDler Kanzler wird. Gut, was machen wir jetzt? Mal zur Wahlurne gehen und nochmal gucken, wie das nächste Mal gewählt wird. Möchte ich, dass wir als demokratische Parteien hart in der Sache streiten, aber dass wir es am Ende zusammen hinkriegen. Ja, und deswegen sehne ich mich nach keiner großen Koalition, aber danach mit unserer Geschichte. Und für sich und die SPD formuliert, jetzt auch auf dem Parteitag, aber auch überhaupt. Wir wissen, was die Grünen und eigentlich die gesamte Ampel natürlich schaffen will. Ist das zu einem in Ihren Augen? Das weiß ich natürlich nicht. Ich hoffe es, dass erstmal sozusagen die kurzfristige Lösung da geschaffen wird. Ja. Ich möchte aber sagen, die längerfristige Lösung kann aus meiner Sicht wirklich nur im Konsens aller demokratischen Parteien gefunden werden. Mhm. Weil jetzt bei den grundsätzlichen Reformen kommt es auf die Union an. Und die Union muss sich natürlich auch die Frage stellen, wenn sie auch die nächste Wahl mal gewinnen will, mit welchem Haushalt, mit welcher Haushaltssituation will man dann umgehen? Weil die Probleme werden nicht kleiner. Ja? Die Haushalte werden auch in den kommenden Jahren noch immer stärker unter Druck geraten. Und dafür braucht man eine grundsätzliche Architektur, die funktioniert. Und ich glaube, das gilt für alle Parteien. Und deswegen warum bleibt er so allgemein? Er sagt, also das, was er gesagt hat, ist ja richtig. Die Unternehmen sind Nettosparer, die Unternehmen investieren nicht mehr. Wir haben nicht mehr die Situation, die wir im Kapitalismus in den 50er, 60er, 70er Jahren hatten. Wir haben eine Situation, in der die Unternehmen sparen und in der der Staat dauerhaft Schulden machen muss, in der es gar nicht anders geht. Das heißt, die Haushalte werden irgendwie abstrakt unter Druck geraten. Nein, die Unternehmen, die investieren nicht, also muss der Staat das machen. Es geht nicht anders und schrumpft die Wirtschaftsleistung, sonst ist unser Einkommen geringer. Das ist der zentrale Zusammenhang und den muss ein Ökonom so klarstellen. Wie gesagt, die sollten eigentlich mal den Flassbeck einladen, der würde das auch so sagen.
wie gesagt, der Südekum, was er sagt, das ist ja nicht falsch, aber diesen zentralen Zusammenhang muss man mal erwähnen. Sonst bleibt das, was man sagt, halt ein bisschen farblos. Sonst, ja, ich habe das Gefühl, er drückt sich die ganze Zeit viel vorsichtiger aus, als er es eigentlich... Da fehlt die Schärfe, da fehlt die Schärfe und da fehlt... Ich will nicht sagen, da fehlt die klare Analyse, denn seine Aussagen sind ja größtenteils richtig, aber... Das reicht nur nicht. Glaube ich, der nächste Schritt, also jetzt erstmal kurzfristig, muss man diesen Haushalt 24 realistisch über die Ziellinie bringen, ja, und sich jetzt sozusagen nicht in diesen Kürzungsdiskussionen verlieren, die am Ende nicht funktionieren werden. Das ist der erste Schritt. Und der zweite Schritt, dann quasi ab dem 2. Januar 2024, muss man eine grundsätzliche Diskussion führen über die finanzpolitische Architektur. Und da hoffe ich, dass eben wirklich letztlich die Ampel und die Union sich auch verständigen können. Sei es eine Reform der Schuldenbremse, die Alternative, die vielleicht noch etwas anschlussfähiger ist, ist, dass man eben sagt, wir machen ein Sondervermögen, Klimatransformation nach dem Vorbild des Sondervermögens für die Wir machen ein Sondervermögen, Klimatransformation. Oh Gott. Also jetzt hast du den Teil der Zuschauer verloren, die irgendwas gegen Klimaschutz haben. Dankeschön. Nächster. Gott, wir machen ein Sondervermögen, stoppt die Deindustrialisierung. Das hätte man vielleicht jetzt vorschlagen können. Das würdest du auch vielleicht eine Mehrheit eher für kriegen. Also, dass man da schon irgendwas draufschreiben muss, was mit irgendwelchen anderen Projekten was zu tun hat. Wie gesagt, über Klimaschutz will ich jetzt gar nicht diskutieren. Ja, also, ja, aber, dass man da etwas, ja, dass man da so ein anderes Projekt draufschreibt, was eigentlich nichts mit der konjunkturellen Situation zu tun hat, das sollte man nicht machen. Das sollte man nicht machen. Es ist sinnvoll, Geld auszugeben, weil die privaten Unternehmen es nicht tun und weil die Wirtschaft sonst schrumpft und ja, wir haben riesige Probleme, also jetzt Klimatransformation lässt sich drüber streiten, will ich jetzt gar nicht drauf eingehen, aber unsere verrottende Infrastruktur, die steigende Armut. Also das sind ja Probleme, da könnte man ja Geld raushauen. Also es wird ja gerade in allen Bereichen auch zusammengekürzt, außer vielleicht im Rüstungssektor. Bundeswehr, verankern das in der Verfassung, machen es darüber rechtssicher und haben darüber dann eben auch eine wirkliche Planbarkeit, was die Finanzen angeht. Da bräuchte man und kombiniert auch das die... meinetwegen dann mit anderen Reformen, die auch notwendig sind. Und hat da... Was soll diese vorsichtige Ausdrucksweise? Verdammt! Die Wirtschaft stürzt ab. Wir müssen Geld ausgeben, weil der Absturz sonst weitergeht. Punkt. Ende aus. Da kann die Argumentation schon zu Ende sein. Da muss man nicht mehr irgendwelche sinnvollen Projekte nennen oder versuchen, irgendwie konkret Verbündete zu holen, sondern einfach das grundsätzlich sagen, wer das leugnet, der will die Zerstörung Deutschlands. Jedenfalls, er betreibt die Zerstörung Deutschlands. Ob er sehr aktiv will oder einfach nur dumm ist, das kann man dann noch irgendwie diskutieren. Aber diese Schuldenbremse, die ist ein Anschlag auf unsere Verfassung, weil sie nicht eingehalten werden kann. In einer Verfassung, die Regeln, auf die gar nicht eingehalten werden können, die delegitimiert sich selbst. Diesen ideologischen Irrsinn hätte man niemals in unsere Verfassung schreiben sollen. Und so deutlich muss ein Ökonom auch argumentieren. Aber dann vielleicht ein Kompromiss. Ob das realistisch ist, weiß ich nicht. Aber als Bürger würde ich mir das zumindest wünschen. Mhm. Bräuchte man auch wieder die Union und die schüttelt noch den Kopf. Dass Und ich gehe gegen die menschengemachte Deindustrialisierung, um mal kurz auf den Chat einzugehen. Wir haben ja damals mitgemacht bei der Bundeswehr mit den 100. Ja, mit daran den 100 erinnern wir uns. Und alle anderen Fragen, wenn wir am Montag. Ja, beim Rüstungsindustrie, Pudern, da machen wir natürlich immer mit. Montag also, beantworten, dann stellen wir unser neues Grundsatzprogramm vor. Also ich finde es sehr gut. Also selbst wer politisch null informiert ist, der müsste ja hier, wenn er ein bisschen zugehört hat, gemerkt haben, dass CDU und SPD absolut das Gleiche wollen und keinen Plan haben. Also wenigstens das dürfte ja klar geworden sein, selbst für die ganzen NPCs, die das hier jetzt schauen und denken, sie würden politisch was erfahren. Und dann können sie das alles sehen. Also sehr Altparteien sind am Ende, was soll man dazu noch sagen? Und dann das ist doch zumindest kein klares Nein. Das ist ein schöner Cliffhanger, dann wissen wir aber auf jeden Fall, dass sie es eigentlich abgelehnt haben, sich mit einem solchen Sondereigentum Klima zu befassen. Denn es würde das Problem für die Union ja nicht einfacher machen. Ja, wir sehen das ja beim Sondervermögen der Bundeswehr. Ein paar Milliarden sind abgerufen, irgendwie nur ein Drittel irgendwie unter Vorbehalt. Ja, für Krieg ist immer Geld da, natürlich. Dass damit jetzt geplant wird. Das wollte ich. Es geht, also es gut. Der jetzige funktioniert schon nicht. Nicht. Wir machen einen Punkt. Ich darf mich bedanken für diese Diskussion am heutigen Abend und gebe ziemlich hurtig zu Markus Lanz, der heute unter anderem Michael Wolfsohn zu Gast hat. Oh Gott! Hilfe! Hilfe, Hilfe, Hilfe! Nicht Markus Lanz, nicht irgendwelche pro-westlichen Militärexperten. Davon habe ich schon genug gehört. Keine Ahnung, was der so von Beruf ist. Ah, das sind ja die Themen, zu denen er sich immer äußert. So. Ich würde tatsächlich sagen, ich gebe euch jetzt noch ein paar Empfehlungen. Hier, YouTube, die 13-Fragen-Analyse, Funk will uns für dumm verkaufen. Das Video hatte ich euch vorhin empfohlen. Da habe ich vor
Ja, vor ziemlich genau einem Jahr habe ich da erklärt, warum die Aktienrente Schwachsinn ist und wie Funk uns durch ja wirklich widerliche Propaganda damals manipuliert hat in dieser 13-Fragen-Folge. Dann mein YouTube-Kanal, also Agitator der sozialen Marktwirtschaft, so heißt mein Erstkanal. Die sekundäre Agitation, so heißt mein Zweitkanal. Ja, schaut euch den gerne an. Die sekundäre Agitation. So, abonniert die Kanäle auch gerne. In diesem Sinne,